Ich begrüße recht herzlich Professor Dr. Dieter List, Max-Planck-Institut für Physik in München, Werner-Heisenberg-Institut, Professor Dr. Hermann Nicolai, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam, Albert-Einstein-Institut und Professor Dr. Thomas Görnitz, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dieter List und Hermann Nicolai sind die wohl bedeutendsten mathematischen Physiker in Deutschland, die bedeutendsten Vertreter der fundamentalen mathematischen Physik an den beiden wichtigsten Instituten. Und Thomas Görnitz ist der letzte Mitarbeiter Karl Friedrich von Weizsäckers und zudem der nach von Weizsäckers Tod wohl bedeutendste begriffliche Denker in der theoretischen Physik, der sich also mit den begrifflichen und philosophischen Grundlagenfragen der Quantentheorie beschäftigt. Und er ist in die Thematik, die ich in diesem Vortrag behandeln werde, schon allein deshalb involviert oder er dürfte sich deshalb dafür interessieren, weil er sich seit 40 Jahren mit dieser Art Fragestellung beschäftigt und mit der Quantentheorie der Uralternativen von Weizsäckers. Ich wende mich deshalb an die erste Garnitur, weil mir im Laufe dieses Jahres ein entscheidender Schritt bezüglich der Vereinheitlichung der theoretischen Physik gelungen ist, basierend auf den Grundgedanken Karl Friedrich von Weizsäckers, der Quantentheorie der Uralternativen. Es ist mir bisher nicht wirklich gelungen, meine Fachkollegen davon zu überzeugen, dass das eine ganz entscheidende Thematik ist, die ich da behandle. Und das hat primär damit zu tun, dass die Grunderkenntnis und die Grundargumentationsebene zunächst nicht auf einer mathematischen Ebene definierbar ist, sondern zunächst begriffliche Grundlagenfragen behandelt, was aber in keiner Weise bedeutet, dass man das dann anschließend, nachdem man diese begriffliche Grundlage gelegt hätte und die richtig durchdacht hätte, das nicht auch mathematisch ausarbeiten könnte. Und da ist mir eben, wie ich glaube, dieses Jahr ein entscheidender Schritt gelungen, den ich in diesem Vortrag behandeln möchte. Ich hoffe, dass es mir mit diesem Vortrag nun gelingt, die wichtigsten meiner Fachkollegen in Deutschland davon zu überzeugen, dass die Quantentheorie der Uralternativen von ganz zentraler Bedeutung für die Vereinheitlichung der theoretischen Physik ist und dass ich mit den Ausarbeitungen, die mir in diesem Jahr gelungen sind, hier ganz deutlich abzeichnet, dass ich auch die Mathematik völlig konsistent und eindeutig vollziehen lässt. Der Vortrag besteht aus zwei Teilen, die untrennbar miteinander verbunden sind und die wechselseitig aufeinander bezogen sind. Der erste Teil behandelt die begrifflichen Grundlagen der Quantentheorie der Uralternativen. Das ist also im Wesentlichen die Darstellung der grundlegenden begrifflichen Basis, die Karl Friedrich von Weizsäcker gelegt hat. Dazu habe ich selbst keinen ganz neuen Beitrag geliefert, was wahrscheinlich auch nur schwer möglich ist, weil das im Prinzip aus meiner Sicht von der begrifflichen Grundlage her schon den richtigen Rahmen liefert. Meine Leistung besteht allerdings darin, dass ich mich damit über sehr viele Jahre sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Also mein Beitrag dazu ist ein hermeneutischer. Das ist ja auch schon schwer genug, einen großen Denker überhaupt erstmal zu verstehen und den in aller Intensität durchzuarbeiten. Gedanklich, das ist vielleicht sogar der wichtigere Teil gewesen meiner Arbeit. Und der zweite Teil des Vortrags behandelt dann in der Tat einen ganz eigenen Beitrag, nämlich entscheidende Schritte und entscheidende Konstruktionen der mathematischen Ausarbeitung dieser Theorie. Das sind also mathematische Konstruktionen und mathematische Formulierungen, die Karl Friedrich von Weizsäcker zum größten Teil in dieser Weise noch nicht hatte und die das jetzt doch sehr, sehr gut konkretisieren und zeigen, dass hier wesentliche Grundstrukturen der theoretischen Physik, der bekannten theoretischen Physik, in einem sehr abstrakten quantenlogischen Begriffsrahmen sich aus dem sozusagen in dem Grundrahmen der Quantentheorie der Uralternativen konstruieren lassen. Die theoretische Physik beinhaltet aus meiner Sicht drei grundlegende, wesentliche Argumentationsebenen. Die erste ist die phänomenologische, also
die Analyse der konkreten empirischen Wirklichkeit, wie sie uns in den Experimenten zeigt. Die zweite Argumentationsebene ist die mathematische, also die Art und Weise, wie wir die Naturgesetze in Form von bestimmter Strukturen fassen und ausdrücken. Und die dritte Ebene ist die begrifflich-philosophische, also die Frage nach den Grundbegriffen, auf denen eine physikalische Theorie basiert. Und ich glaube, dass die dritte Ebene eigentlich die entscheidende Ebene ist, dann, wenn es um prinzipielle, grundlegende Schritte in der theoretischen Physik geht. Aber man gegenwärtig sich primär auf die erste und auf die zweite Ebene konzentriert, also auf die phänomenologische oder auf die mathematische und meistens auch in einer weitgehend voneinander getrennten Weise. Ich werde also in meinem Vortrag alle drei Ebenen behandeln und auch in eine Beziehung zueinander setzen. Die Theorie leistet, die Quantentheorie der Uralternativen, zusammen mit meinen darauf aufsetzenden Ausarbeitungen, leistet unter anderem Folgendes. Sie ist die einzige existierende Theorie, die in der Lage ist, das EPR-Paradoxon wirklich in der Tiefe zu verstehen. Sie ist zweitens in der Lage zu erklären, warum wir überhaupt in einem dreidimensionalen Raum bzw. in einer 3 plus 1 dimensionalen Raumzeit leben und warum es daneben gleichzeitig innere Freiheitsgrade gibt, die wir mit den Quantenzahlen behandeln, warum es also diese beiden Arten von Wirklichkeiten und Freiheitsgraden in der theoretischen Physik gibt. Aus einer einheitlichen, begrifflichen Basis kann sie das begründen. Und sie fasst sowohl die prinzipielle Struktur der Young-Mills-Eichtheorien, des Standardmodells, als auch eine translations-eichtheoretische Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie in einem einheitlichen, quantenlogischen Begriffsrahmen zusammen, womit diese Wechselwirkungen auch in einem rein quantenlogischen Rahmen vereinheitlicht sind. Und diese drei Dinge leistet keine andere existierende Theorie. Und den beiden Hauptteilen meines Vortrages vorangestellt habe ich ein Einleitungsvideo, das ein wenig in die Denkweise der großen Begründer der Quantentheorie und der Relativitätstheorie einführen soll und das deutlich machen soll, dass der primäre Gehalt und die eigentlich der geistesgeschichtliche Rang, der diesen Größen zukommt, also Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, dass der eben sich vor allem gründet auf die Wende im philosophischen Denken, die mit der Aufstellung dieser beiden zentralen Theorien einhergegangen ist. Und dass das eigentlich, wie gesagt, die philosophische Ebene eigentlich, was bei diesen grundlegenden Erkenntnissen der theoretischen Physik sogar die entscheidende Ebene ist. Sie wissen ja, dass durch die Atomphysik und durch das, was man in ihr gelernt hat, sehr allgemeine Probleme anders aussehen als früher. Etwa das Verhältnis von Naturwissenschaft zu Religion, allgemeiner zur Weltanschauung. Das sieht jetzt anders aus, seit wir wissen, dass selbst in der Atomphysik die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt nicht mehr so einfach aussieht wie in der klassischen Physik. Für Werner Heisenberg ist diese erste Begegnung mit Bohr ein prägendes Ereignis, wie er in seinen Erinnerungen schreibt. Dieser Spaziergang hat auf meine spätere wissenschaftliche Entwicklung den stärksten Einfluss ausgeübt. Oder man kann vielleicht besser sagen, dass meine eigentliche wissenschaftliche Entwicklung erst mit diesem Spaziergang begonnen hat. Werner Heisenberg beeindruckt bei diesem Gespräch die philosophische Weitsicht, mit der Niels Bohr die Frage nach der Natur der Atome betrachtet. Atome sind keine Dinge. Bedeutung gewinnt ein einzelnes Teilchen immer nur in Verbindung mit dem Ganzen. Wenn man versucht zu beschreiben, was ein Elementarteilchen wirklich ist, versagt unsere Sprache. Werner Heisenberg
gelingt etwa 1924, 25 in einem einzigen großen Erkenntnisschritt der Weg von der klassischen Physik in die Quantenphysik. Tatsächlich ist die klassische Physik, die Quantenphysik nicht einfach eine Modifikation der klassischen Physik, sondern sie etwas wirklich fundamental Neues. Das ist eine ganz neue Art des Denkens, eine ganz neue Art des Wissens, die Heisenberg da erkennt. Und er gibt in seiner Autobiografie, der Teil und das Ganze, einen Bericht, wie er dazu gekommen ist. Also natürlich haben vorher viele Physiker versucht, die Beobachtungen an den Atomen zu erklären, aber man kam mit den Theorien nicht zurecht, weil die Theorien alle im Anschaulichen verhaftet sind. Die Theorien handelten immer noch von Massen, von Geschwindigkeiten, von Ladungen. Heisenberg nun kommt auf die Idee, dass er was anderes nehmen muss. Allerdings, er kann das ja nicht entscheiden. Er kann ja nicht sagen, ich nehme jetzt mal was anderes, sondern er wird ja gezwungen, er muss gedrückt werden, und er schildert uns in seinem Buch, wie das passiert ist. Und ich möchte diese Passage gleich vorlesen und zitieren, ist sehr kurz, aber weil da was ganz Entscheidendes passiert. Zunächst mal nur zur Vorgeschichte. Wir sind im Frühjahr 1925. Heisenberg ist Assistent an der Universität Göttingen und im Frühjahr bekommt er Heufieber, Heuschnupfen. Also sein Kopf schwillt an, er kann den Pollenflug nicht mehr ertragen und er wird von seinem Chef Max Born von seinen Pflichten entbunden und zur Erholung nach Helgoland geschickt. In Helgoland, das weiß man jetzt, erholt sich Heisenberg, er ist 2 Wochen da und er schildert, dass er nur 3 Dinge tut. Er erkundet die Insel, indem er überall rumklettert, wo man rumklettern kann. Er lernt den westöstlichen Divan von Goethe auswendig und er erfindet die Quantenmechanik. Ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis, vielleicht ist irgendwo im westöstlichen Divan die Stelle, die den entscheidenden Impuls gegeben hat. Den müsste man nur finden, weil Heisenberg sich nicht weiter dazu geäußert hat. Aber ich glaube, dass das Lesen und Lernen dieser Texte ihn beschwingt und die Möglichkeit gegeben hat, den entscheidenden Schritt in die Quantenmechanik zu tun, der ganz wesentlich ist. Also die Quantenmechanik selbst ist immer noch schwierig nachzuvollziehen. Sie ist wahrscheinlich das philosophisch wichtigste Ereignis in der Erkenntnistheorie. Das sollte Sie interessieren. Karl Friedrich von Weizsäcker, wohl Heisenbergs erster Schüler, langjähriger Freund und geistiger Wegbegleiter, hat 1988 in einer Schrift der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Memoriam Werner Heisenberg aus Anlass seines 80. Geburtstags einmal geschrieben: Ab und zu geschieht es, dass Wissenschaft welthistorische Bedeutung gewinnt, nicht durch ihre technischen Folgen, sondern die Veränderung des Denkens. Dies ist in der Physik im ersten Drittel unseres Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, geschehen. Nennt man 2 Träger dieser Revolution, so muss man Einstein und Bohr nennen. Nennt man 3, dann Einstein, Bohr und Heisenberg. Sie erzwang eine radikal neuartige Deutung der Wirklichkeit, die heute als Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik bekannt ist. Letztlich spiegelt diese Unschärfe eine prinzipielle Ganzheitlichkeit der Wirklichkeit wider. Wirklichkeit lässt sich streng genommen nicht mehr als dingliche Wirklichkeit, als Realität deuten. Die ontische Vorstellung der Welt, die im Grunde mit der Frage beginnt, was ist, was existiert, muss aufgegeben werden, da diese Frage ins Leere laufen. Es verbleiben nur Fragen nach dem Beziehungsgefüge. Was passiert, was bindet, was verbindet? Heisenbergs mit Bohr erarbeitete Kopenhagener Deutung der Quantentheorie führte damit zum begrifflichen Abschluss der neuen Physik. Wissenschaft wird von Menschen gemacht, schreibt Heisenberg am Anfang des Vorwortes zu seinem Buch Der Teil und das Ganze. Diese Aussage hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen soll es ausdrücken, dass Wissenschaft und das Wissen, das sie ermöglicht, nicht unabhängig vom Menschen sind. Schon Einstein hatte bei seinem ersten Gespräch mit Heisenberg bemerkt, erst die vollendete Theorie entscheidet, was überhaupt beobachtbar ist, was also zu Fakten, das heißt zum Gemachten, führen kann. Damit Wissen im strengen naturwissenschaftlichen Sinne etabliert werden kann, müssen gewisse Grundbedingungen erfüllt sein. Wirklichkeit an sich, was offensichtlich ist, darf nicht mit unserer Wahrnehmung einer in Bezug auf unsere Beobachtung unabhängig äußeren Realität verwechselt werden. Klar. Der wissenschaftliche Dialog, ähnlich wie er in seinem Buche Der Teil das Ganze vorgeführt hat,
hatte für ihn zentrale Bedeutung. Insbesondere in der kreativen Anfangsphase gab er der Sprache gegenüber der mathematischen Ausdrucksweise den Vorzug. Er vertraute sich nur widerwillig einer mathematischen Deduktion an, die er nicht vorher gedanklich durchschaut hatte. Seiner bekannten, fast unbelehrbaren Dickköpfigkeit begegnete jeder, der ihm seine Überzeugungen mit formalen Argumenten auszureden versuchte. Aber die Natur existiert doch, entgegnete er dann oft seinen überraschenden Kontrahenten. Konnte man ihm jedoch eine Lücke in seiner begrifflichen Gedankenkette aufzeigen, dann war er durchaus belehrbar. Heisenbergs Talent war vielfältiger Natur. Seine musikalische Begabung zum Beispiel zeigte sich schon früh und Hausmusik hat ihn in der Familie von Jugend an begleitet. Er fühlte in der Musik aber auch eine enge Verwandtschaft zu seiner eigentlichen Profession, der Physik. Ich habe mich daher oft gefragt, woher eigentlich diese Beziehung unserer Wissenschaft zur Musik kommt. Und da ist mir eigentlich nur die Möglichkeit gekommen, dass es daran liegen könnte, dass es sich ja in beiden Fällen sozusagen um geordnete oder ordnende geistige Strukturen handelt, die irgendetwas darstellen sollen. In der Musik werden von diesen geordneten geistigen Strukturen die Gemütsbewegungen der menschlichen Seele dargestellt und in der Physik eben die Vorgänge in der Natur. Beides mal durch sehr abstrakte geistige Figuren, aber vielleicht ist da doch eine Verwandtschaft. Heisenberg war ein philosophischer Geist, aber eher in einer von der künstlerischen Art. Er lebte nicht nur in höheren Sphären und in allgemeinen Beziehungen, sondern in intuitiv, assoziativ angereicherten Anschauungen. Auch bei Unbekannten und Unerhörten hörte er gewissermaßen zunächst die Melodie. Er erkannte das Lied, bevor er sie als Folge von Tönen entzifferte. Ich glaube, man muss sagen, dass ein unmittelbarer Einfluss des Heideggerschen Denkens auf heutige Naturwissenschaft kaum vorliegt. Ich glaube allerdings, dass man sich darüber auch nicht so sehr wundern sollte. Denn das Verhältnis von Naturwissenschaft und Philosophie scheint mir etwa so zu sein. Heidegger hat gelegentlich gesagt, er hat damit die Wissenschaftler geärgert, aber er hat etwas sehr Wichtiges gesagt, die Wissenschaft denkt nicht. Das soll heißen, die Wissenschaft im Gegensatz zur Philosophie zieht ihre eigenen Voraussetzungen nicht in Zweifel, nicht in Frage. Das meint er hier. Nun, eine Wissenschaft, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht in Frage zieht, wird natürlich von einer Philosophie, die eben dieses tut, auch nicht beeinflusst werden. In Wirklichkeit aber, glaube ich, ist der Prozess so, dass die moderne Naturwissenschaft und überhaupt alle Naturwissenschaft, dort wo sie wirklich große Schritte tut, das genau dadurch tut, dass sie doch denkt, und zwar im heideggerschen Sinne, nämlich ihre großen Fortschritte bedeuten gerade, dass sie ihre Voraussetzungen in Frage stellt. Und das ist in der Relativitätstheorie und in der Quantentheorie in unserem Jahrhundert geschehen. Aber das ist geschehen ohne Einfluss von Heidegger, allerdings gar nicht ohne Einfluss von Philosophie. Ich beginne also nun mit dem ersten Teil meines Vortrages und ich werde im Laufe des Vortrages immer wieder Videoausschnitte oder Tonaufnahmen aus Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen Werner Heisenbergs und Carl Friedrich von Weizsäckers einspielen und dazu Stellung beziehen und das erläutern und erklären. Und ich möchte beginnen, indem ich eine Passage aus dem Buch »Der Teil und das Ganze« Werner Heisenbergs vorlese, das ja in dem Einleitungsvideo schon diverse Male erwähnt wurde. Und hier möchte ich eine Passage vorlesen aus der Schilderung des ersten Gesprächs zwischen Niels Bohr und Werner Heisenberg auf dem Göttinger Hainberg. Bohrs Gedankengänge verbanden sich für mich mit der von Robert auf unserer Wanderung am Starnberger See vertretenen Ansicht, dass die Atome keine Dinge seien. Denn obwohl Bohr so viele Einzelheiten von der inneren Struktur der chemischen Atome zu erkennen glaubte, waren die Elektronen, aus denen ihre Atomhüllen bestanden, offenbar keine Dinge mehr. Jedenfalls keine Dinge im Sinne der früheren Physik,
die man ohne Vorbehalte mit Begriffen wie Ort, Geschwindigkeit, Energie, Ausdehnung beschreiben könnte. Ich fragte Bohr daher, wenn die innere Struktur der Atome einer anschaulichen Beschreibung so wenig zugänglich ist, wie Sie sagen, wenn wir eigentlich keine Sprache besitzen, mit der wir über diese Struktur reden könnten, werden wir dann die Atome überhaupt jemals verstehen? Bohr zögerte einen Moment und sagte dann, doch, aber wir werden dabei gleichzeitig erst lernen, was das Wort Verstehen bedeutet. Also eine sehr philosophische Antwort, die Niels Bohr hier auf die Frage Heisenbergs gibt. Und was einen vor allem sehr interessieren sollte, ist, dass Niels Bohr und Werner Heisenberg bereits 3 Jahre vor der Entdeckung des endgültigen mathematischen Grundschemas der Quantenmechanik durch Heisenberg im Jahre 1925 bereits wussten, dass also räumliche Begriffe wie Ort, Geschwindigkeit und Ausdehnung überhaupt keine adäquaten Begriffe sind, um die fundamentalen Objekte der Natur zu beschreiben. Also hier ist im Grunde schon ein feldtheoretisches Denken, wird hier im Grunde schon als nicht zureichend erkannt für die Beschreibung fundamentaler Probleme in der theoretischen Physik. Ich möchte nun des Weiteren einen Abschnitt aus einem Buch eines weiteren, sehr bedeutenden, aber ganz anderen Naturwissenschaftlers vorlesen, nämlich Konrad Lorenz. Aus dem Buch Die Rückseite des Spiegels, Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. Dort schreibt Konrad Lorenz, dieser alltägliche Vorgang ist ein gutes Beispiel für eine Leistung, die für unser Erkennen der außersubjektiven Wirklichkeit von grundlegender Bedeutung ist. Sie bringt unser Erkennen dem an sich Seienden dadurch näher, dass sie Vorgänge und Zustände innerhalb des erlebenden Subjekts mit ins Kalkül zieht. So oft es uns gelingt, die Herkunft eines Teilphänomens in unserem Erleben auf innere, subjektive Vorgänge oder Zustände zurückzuführen und aus unserer Betrachtung der außersubjektiven Wirklichkeit auszuschalten, sind wir in unserer Erkenntnis einen kleinen Schritt näher an das unabhängig von unserem Erkennen Existierende herangekommen. Und das ist eigentlich bereits eine sehr gute Zusammenfassung dessen, warum es unumgänglich ist, erkenntnistheoretische Grundlagenfragen zu stellen, wenn man wirklich sehr tiefe Einsichten in die Natur bekommen will. Denn Naturwissenschaft ist ja ein Wechselspiel zwischen unserem menschlichen Geist und der außersubjektiven Wirklichkeit. Natürlich spielt dabei die Art und Weise, wie unser menschlicher Geist die Wirklichkeit darstellt und wie er sie interpretiert, eine zentrale Rolle. Das heißt, wir kommen also gar nicht umhin, das mit in Betracht zu ziehen. Das ist, wenn man sich das mal ganz an einem ganz einfachen Beispiel klar machen will, dann kann natürlich eine Videokamera auch nur die Wirklichkeit zum Beispiel so gut abbilden, wie es ihrer Konstruktion entspricht. Das heißt, sie kann nur das aufnehmen, wozu sie sozusagen konstruiert ist und was sozusagen in ihr abgebildet werden kann. Und bei der Analyse des Bezuges unseres menschlichen Geistes zur Wirklichkeit in der Natur ist von entscheidender Bedeutung, dass, wie Immanuel Kant in einem sehr gewaltigen erkenntnistheoretischen System analysiert hat, unserem menschlichen Geist bestimmte grundlegende Strukturen, Denkstrukturen a priori gegeben sind. Dass wir also die Wirklichkeit zwangsläufig in einem bestimmten begrifflichen Rahmen und einem bestimmten Vorstellungsrahmen wahrnehmen. Und die Entdeckung der Quantentheorie und der Relativitätstheorie hat eben gezeigt, dass diese grundlegenden Strukturen dann nicht mehr ausreichen, wenn wir auf eine fundamentalere Wirklichkeitsebene gehen. Das heißt, unser Denken setzt zwar weiterhin diese Strukturen voraus, sie passen aber nicht mehr auf die Wirklichkeit. Und daraus entstehen die Paradoxien. Und das begriffliche Fragestellungen und die Frage nach den Grundbegriffen entscheidend ist, das ist eine Sache, die sich einfach daraus ergibt, dass jede fundamentale Naturtheorie, ob das nun die klassische Mechanik oder die klassische Elektrodynamik oder die Quantenmechanik oder die spezielle oder die allgemeine Relativitätstheorie ist, auf bestimmten grundlegenden Begriffen basiert. Das heißt, diese Begriffe sind in diesen Theorien enthalten. Also Raum, Zeit, Körper, Kraft, Bewegung, Wechselwirkung, Objekt, Masse, Ladung.
Und wenn wir in einen Übergang von einer fundamentalen Theorie zu einer neuen fundamentalen Theorie stattfindet, also beispielsweise von der klassischen Mechanik zur speziellen Relativitätstheorie oder von der speziellen Relativitätstheorie zur allgemeinen Relativitätstheorie oder von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik, dann ändern sich diese Begriffe eben fundamental. Und das eine der entscheidenden, mit die entscheidende Entdeckung der Relativitätstheorie oder die entscheidende begriffliche Wende der allgemeinen Relativitätstheorie ist eben, dass zum Beispiel Raum oder beziehungsweise die metrische Struktur des Raumes, die spezielle geometrische Struktur des Raumes überhaupt nicht mehr vom Kraftbegriff zu trennen, sondern dass der Kraftbegriff mit dem Raumbegriff in einer bestimmten Art und Weise verschmilzt. Wobei der Raumbegriff seinerseits dann wieder relativiert wird durch die Diffeomorphismeninvarianz, sodass eine relationale Raumanschauung kommt. Aber zunächst einmal ist der Kraftbegriff nicht mehr von der geometrischen Struktur des Raumes zu trennen. Der klassischen Mechanik sind die grundlegenden Begriffe Raum, Zeit, Körper und Kraft. Körper bewegen sich unter dem Einfluss von Kräften durch Raum und Zeit. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie tritt der Kraftbegriff nicht mehr als ein unabhängiger Begriff auf, weil das sozusagen gleichzeitig zusammenhängt damit, dass träge und schwere Masse äquivalent sind, also auch der Massenbegriff. Zwei unterschiedliche Massenbegriffe verschmilzen sozusagen zu einem Begriff. So, wir sehen, und das ist noch viel radikaler bei der Quantenmechanik oder bei der speziellen Relativitätstheorie wurde zum Beispiel der Begriff der Gleichzeitigkeit, der ein ganz grundlegender Teil unseres intuitiven Zugangs zur Wirklichkeit. Wir können uns die Wirklichkeit gar nicht anders vorstellen, als dass alles zu einem bestimmten Zeitpunkt gleich ist. Und wir können uns nicht vorstellen, dass die Frage, ob zwei Ereignisse gleichzeitig sind oder dass die zeitliche Relation vom Bewegungszustand des Beobachters abhängen oder von einem Bezugssystem abhängen, das können wir nur abstrakt mathematisch beschreiben, wir können es aber nicht intuitiv verstehen. Und deshalb ist eben jetzt die Frage, ob nicht bestimmte Vorurteile, bestimmte Grundbegriffe, die wir in unserem Denken enthalten sind, ob die nicht, wenn wir eine einheitliche Theorie suchen, die allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie vereinheitlichen, ob da nicht auch bestimmte grundlegende Begriffe und grundlegende Voraussetzungen, die wir im Denken machen, auch aufgegeben werden müssen zugunsten einer abstrakteren Begriffsstruktur. Und dass dieser Übergang zu den neuen Begriffen bei solchen fundamentalen Schritten das Entscheidende ist, das möchte ich jetzt noch einmal durch einen Ausschnitt aus einem Vortrag Heisenbergs deutlich machen. Vielleicht wird man sagen müssen, es ist im Grunde immer wieder die Frage der Einfachheit. Das heißt, es ist die Frage, ob man ein sehr kompliziertes Erfahrungsgebiet mit relativ wenigen einfachen, konsistenten Begriffen so beschreiben kann, dass man merkt, alle diese verschiedenartigen Erfahrungen passen auf die Begriffe oder umgekehrt, die Begriffe passen auf die Erfahrung und eben aus der Einfachheit dieses Begriffssystems haben wir das Gefühl, jetzt haben wir den Sachverhalt verstanden. Also so wie etwa im alten Pulschen Hörsaal in Göttingen der Spruch stand, simplex sigillum veri, also das Einfache ist das Zeichen der Wahrheit. Ich betone noch einmal, die Schwierigkeit bei einem neuen Erfahrungsgebiet liegt weniger darin, neue Begriffe zu finden, als die alten zu verlassen. Das Verlassen von den alten ist das Hauptproblem. Und in der Relativitätstheorie ist all der Protest, all der Kampf gegen die Relativitätstheorie, der seinerzeit geführt wurde, wohl nur auf die Schwierigkeit zurückzuführen, sich von dem früheren Begriff der Gleichzeitigkeit zu lösen. Und ebenso glaube ich, dass in der heutigen Physik der Elementarteilchen, auf die ich nachher zu sprechen komme, die entscheidende Schwierigkeit darin liegt, sich von dem Begriff des fundamentalen kleinsten Bausteins der Materie zu lösen, der ja großen Teilen unserer Physik und Chemie zugrunde zu liegen scheint. Also verstehen heißt letzten Endes Bilden von Begriffen in neuen Erfahrungsbereichen oder auch Anpassung unseres Denkens auf diese Erfahrungsbereiche und eben infolge dieser Anpassung dann das Bilden der neuen Begriffe. So, die beiden wesentlichen Aussagen dieses
Tonaufnahmen, Ausschnittes sind einerseits, dass das Schwierigste bei dem Übergang zu einem neuen Begriffssystem der Prozess der Loslösung von den alten Begriffen ist. Also zu erkennen, dass bestimmte Vorurteile, bestimmte Grundstrukturen in unserem Denken einfach bei der Beschreibung einer fundamentaleren Wirklichkeit ausgeblendet werden muss. Und das Zweite war die Einfachheit der Begriffe. Und hier ist es natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, was hier mit Einfachheit gemeint ist. Einfachheit bedeutet nicht Einfachheit im Verständnis, sondern bedeutet im Grunde Sparsamkeit in Bezug auf die Merkmale und in Bezug auf die Definition eines Begriffes. Also die Grunddefinition muss sozusagen sehr sparsam in den Merkmalen und in der Definition sein. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es einfach verständlich ist. Es ist also ein Tischtennisschläger beispielsweise ist ein vergleichsweise komplizierter Begriff, weil man da sehr viele Einzelmerkmale braucht, um den zu beschreiben. Aber der Begriff Körper im Raum ist sehr einfach. Trotzdem fällt es uns im Allgemeinen sehr viel leichter, mit konkreten Gegenständen umzugehen, als mit abstrakten Gegenständen. Obwohl die von ihrer Grunddefinition her einfacher sind, aber sie sind schwerer, es ist schwerer, mit ihnen gedanklich umzugehen. Deshalb bedeutet hier Einfachheit nicht Einfachheit im Denken, sondern Einfachheit und Sparsamkeit in den Grundannahmen, die eben und den Grundkennzeichnungen einer bestimmten begrifflichen Struktur. In der gegenwärtigen fundamentalen theoretischen Physik gibt es im Wesentlichen drei grundlegende Theorien. Die erste Theorie ist die Quantentheorie. Die allgemeine Quantentheorie, also die Theorie des Hilbertraumes, das abstrakte Schema, das man dann insofern auf eine spezielle Theorie überträgt, indem man sie quantisiert, also bestimmten algebraischen die grundlegenden Größen dieser Theorie bestimmten algebraischen Relationen unterwirft. Die zweite Theorie ist die allgemeine Relativitätstheorie. Das ist im Wesentlichen eine Theorie von Raum und Zeit, eine geometrische Theorie. Und die dritte Theorie ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Das ist ein bestimmtes Modell im Rahmen relativistischer Quantenfeldtheorien, die im Grunde eine Symbiose aus der Quantentheorie und der speziellen Relativitätstheorie sind. Also der Kombination der allgemeinen Quantentheorie und eines Spezialfalls der allgemeinen Relativitätstheorie. Also im Grunde genommen hat man im Grunde zwei Theorien, nämlich die Quantentheorie und die Relativitätstheorie, aber die Elementarteilchenphysik ist ja nochmal in gewisser Weise eine spezielle Konstruktion einer bestimmten Art, Relativitätstheorie und Quantentheorie miteinander zu verbinden. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, welche Art von Beschreibung und welche Begriffe enthalten diese Theorien eigentlich. Und wenn ich es jetzt mal einmal auf den ganz grundlegenden, abstrakten Gehalt reduzieren darf, dann würde ich sagen, dass man sagen kann, die allgemeine Relativitätstheorie handelt von Geometrie und die Quantentheorie handelt eigentlich von einer bestimmten Art der Logik, von logischen Beziehungen. Denn die abstrakte Quantentheorie in ihrer allgemeinen Hilbertraumformulierung enthält überhaupt keine speziellen Annahmen über die physikalische Wirklichkeit, außer der Zeit. Die Zeit spielt eine Sonderrolle. Darauf werde ich auch später noch einmal zurückkommen. Logik ist aber fundamentaler als Geometrie. Denn die Logik gilt für abstrahiert vollkommen vom Inhalt und setzt nur Aussagen zueinander in Beziehung, während Geometrie eine bestimmte Art von Wirklichkeit beschreibt, eine bestimmte räumliche Wirklichkeit in unterschiedlicher mathematischer Ausgestaltung. Und deshalb ist es zu erwarten, dass eine Vereinheitlichung beider Theorien eher auf der fundamentalen Ebene viel eher von den grundlegenden Begriffen und Strukturen der Quantentheorie geprägt sein sollte, als von denen der Relativitätstheorie. Das heißt, es ist zu erwarten, dass man die Relativitätstheorie irgendwie aus der Quantentheorie begründen kann, aber nicht umgekehrt. Und das leitet eigentlich auch dann bereits hin
zu der Quantentheorie der Uralternativen Carl Friedrich von Weizsäcker. Vor allem eben die Idee, dass die Quantentheorie vor allem von einer bestimmten Art von logischer Struktur als des fundamentalsten möglichen Schemas eines objektivierenden Zugangs zur Wirklichkeit der Natur beschreibt. Und ich möchte jetzt, um jetzt konkret sozusagen zur Quantentheorie der Uralternativen zu kommen, einen Ausschnitt aus einem Vortrag einspielen, den Thomas Görnitz mit seiner Frau Brigitte Görnitz gehalten hat. Wenn wir also gehört haben, dass in der Tiefe, in der Natur, die Differenzen, die wir wahrnehmen, immer mehr verschwinden, dann fragen wir uns natürlich, was ist diese fundamentale Struktur, welche Grundsubstanz steckt dahinter? Und dazu jetzt Folgendes. Karl Friedrich von Weizsäcker hat also seit etwa 1955 darüber nachgedacht, dass sozusagen die Idee der Atome eigentlich nicht tragfähig ist. Und er hat gesucht, eine Grundlegung der Physik auf der Basis von Quanteninformationen. Das war damals extrem Außenseitersicht. Es war sehr schwierig, sein Freund Werner Heisenberg, also derjenige, der die Quantentheorie erfunden hat, schreibt zu diesem Programm von Weizsäcker, dass die Durchführung dieses Programms, und das muss man sich jetzt wirklich in Ruhe deutlich machen, die Durchführung des Programms erfordert ein Denken von so hoher Abstraktheit, wie sie bisher wenigstens in der Physik nie vorgekommen ist. Das gilt eigentlich bis heute. Ich würde sagen, für die meisten Physiker sind diese Konzepte so abstrakt, dass es ihnen geht wie Heisenberg, der von sich sagt, ihm Heisenberg ist das einfach zu schwer. Das kann man nachlesen in der Teil und das Ganze. Aber er sagt gleichzeitig, Weizsäcker soll es mit seinen Mitarbeitern unbedingt versuchen, weil Heisenberg spürte, dass da ein Potenzial ist, was er vielleicht nicht mitgehen kann, was man aber untersuchen muss. Also nochmal ein Denken von so hoher Abstraktheit, wie es bisher wenigstens in der Physik nie vorgekommen. Dieser Videoausschnitt seitens Thomas Görnitz muss aus meiner Sicht, um wirklich verständlich zu werden, damit man verstehen kann, was Thomas Görnitz hier eigentlich meint, in dreifacher Hinsicht kommentiert werden. Erstens muss darauf hingewiesen werden, dass, wenn Heisenberg sagt, ihm sei das eigentlich zu schwer, sich darin natürlich in keiner Weise ein Unvermögen Heisenbergs ausdrückt, sondern eher eine natürliche Bescheidenheit, vielleicht auch der Glaube, dass man das eben so ohne weiteres nicht realisieren kann, dass er eben gesagt hat, ich versuche es eben erstmal mit meinem feldtheoretischen Ansatz, mit der nichtlinearen Spinor-Feldtheorie, weil man aus so fundamentalen, so abstrakten Begriffen die konkrete physikalische Wirklichkeit herzuleiten, das ist eine Sache, das hat gesagt, das ist ein sehr großes Programm. Und er war damals auch schon im fortgeschrittenen Alter, also er hätte sehr wohl da auch mit überlegen können, hat sehr wohl verstanden, wovon dort die Rede ist. Und deshalb drückt er ja auch gerade seinen kolossalen Respekt vor dieser noch grundsätzlicheren philosophischen Denkweise Carl Friedrich von Weizsäckers aus. Es geht ja also hier primär darum, dass Heisenberg eben mit dieser Äußerung deutlich macht, dass also selbst ihm, der eigentlich sozusagen ja derjenige ist, der die ganze Quantentheorie entdeckt hat, der diese ganze neue Wirklichkeit überhaupt erst öffnet, selbst er eben sieht, dass das eben eine ungeheuer begriffliche Abstraktionsebene und das ist, und er drückt eben hier seinen Respekt vor der noch fundamentaleren philosophischen Denkweise seines Schülers Carl Friedrich von Weizsäcker aus. Rein inhaltlich ist aber jetzt zweitens ganz entscheidend, was hier mit dem Begriff Atom gemeint ist. Mit Atomen sind hier selbstredend nicht gemeint die chemischen Atome, was wir heute gewöhnlich mit Atomen bezeichnen, also Systeme aus Atomkernen mit Protonen und Neutronen und der Atomhülle aus Elektronen, sondern mit Atom ist hier gemeint jedes beliebige räumliche Objekt, das fundamental gedacht wird. Denn das ist eigentlich ein in sich selbst widersprüchlicher Begriff. Und das hat erstmals in aller Klarheit und Deutlichkeit und Ausführlichkeit analysiert Immanuel Kant im 18. Jahrhundert in der Kritik der reinen Vernunft, erschienen 1781. Und die Kritik der reinen Vernunft besteht aus zwei Hauptteilen, der transzendentalen Elementarlehre und der transzendentalen Methodenlehre.
Die transzendentale Elementarlehre wiederum ist unterteilt in die transzendentale Ästhetik und die transzendentale Logik. Die transzendentale Ästhetik beschreibt die Art und Weise unseres Zugangs zur Wirklichkeit, vor allem basierend auf den Anschauungsformen Raum und Zeit. Und die transzendentale Logik beschreibt die Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit denken mit Begriffen. Die transzendentale Logik ist ihrerseits unterteilt in die transzendentale Analytik und die transzendentale Dialektik. Die transzendentale Analytik beschreibt die Art und Weise, wie unser Verstand, also der Teil, der Teil unseres Denkens, der auf die sinnliche Wirklichkeit bezogen ist, wie der Verstand diese sinnliche Wirklichkeit ordnet mit bestimmten Begriffen. Und die transzendentale Dialektik beschreibt die Grenzen, an die unser Verstand gerät, wenn er dieses Denken ins Prinzipielle ausweitet. Und ein Teil dieser transzendentalen Dialektik ist die Antinomienlehre, die vier kantischen Antinomien. Und eine dieser vier kantischen Antinomien ist die zweite kantische Antinomie, die die Frage der Teilbarkeit der Materie behandelt. Und da argumentiert eben Kant einerseits so, dass man sozusagen grundlegend fundamentale Objekte der Wirklichkeit annehmen muss, um die Wirklichkeit der Natur geordnet zu verstehen, aber dass, sofern wir diese fundamentalen Bestandteile räumlich denken, wir nie an ein fundamentales Objekt kommen können mit der ganz einfachen, aber sehr grundlegenden und abstrakten Überlegung, dass man eben jedes räumliche Objekt immer noch unterteilen kann in Teilvolumina. Also egal wie klar, solange also ein fundamentales Objekt irgendwie Raum ausfüllt, ist es gedanklich und begrifflich weiter unterteilbar. Es ist also rein begrifflich nicht ein fundamentales Objekt. Und sofern man eine Kausalstruktur des Raumes voraussetzt, hat man also auch noch Teile dieses Objektes, die im Prinzip in einer kausalen Relation zueinander stehen. Man kann es also im Prinzip noch einmal unterteilen in eine Kausalstruktur, in eine räumliche Subkausalstruktur. Und genau dieses gilt eben bei der Quantentheorie überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Probleme, die Immanuel Kant schon im 18. Jahrhundert durch rein begriffliche Überlegungen eigentlich gesehen hat bezüglich unseres Denkens, dass wir also, wenn wir die Begriffe unseres menschlichen Denkens ins Prinzipielle ausweiten, dass wir dann in ganz grundsätzliche Schwierigkeiten kommen. Genau diese gleichen begrifflichen Schwierigkeiten tauchen tatsächlich in der empirischen Wirklichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts, also etwa 150 Jahre später, wirklich auf. Und mit denen müssen sich dann eben die Pioniere der modernen Physik auseinandersetzen. Und Niels Bohr hat für genau diese Unteilbarkeit, der räumlichen Unteilbarkeit sozusagen, der grundlegenden Objekte und Prozesse der Quantentheorie den Begriff der Individualität eingeführt. Also das Bohrsche Denken über die Quantentheorie enthält drei grundsätzliche grundlegende Begriffe: Korrespondenz, Komplementarität und Individualität, kann man bei Karl Friedrich von Weizsäcker nachlesen. Korrespondenz und Komplementarität sind die beiden Begriffe, die unser menschliches Denken, unser klassisches Denken in einen Bezug setzen zur quantentheoretischen Wirklichkeit. Also die Korrespondenz ist sozusagen die Art, wie wir sozusagen die quantentheoretische Wirklichkeit, den Vollzug oder den Übergang zur quantentheoretischen Wirklichkeit dadurch herstellen können, dass wir von einem klassischen Grenzfall ausgehen. Komplementarität bezeichnet die wechselseitige Beziehung und den Näherungscharakter verschiedener klassischer Begriffe, die nur in ihrer Gesamtheit eine Idee der dahinterstehenden quantentheoretischen Wirklichkeit vermitteln können. Und Individualität ist der eigentlich quantentheoretische Begriff. Der bezeichnet nämlich die Tatsache, dass die fundamentalen quantentheoretischen Objekte keine innere räumliche Kausalstruktur aufweisen. Und das zeigt sich genau explizit im Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox. Und das ist genau den Zug der Quantentheorie, von dem Einstein 1935 in der berühmten Arbeit mit Podolsky und Rosen gesehen hat, dass das mit feldtheoretischem Denken überhaupt nicht vereinbar ist. Das heißt, diese Inkonsistenz unseres klassischen Denkens, die tritt empirisch mit den Phänomenen der Quantentheorie ganz explizit in Erscheinung und sie zeigt uns, dass dieses Denken nicht adäquat ist, um die Natur zu erfassen. Wir brauchen also eine abstraktere, nicht räumlich-kausale Beschreibungsweise der Wirklichkeit, die diese feldtheoretische Denkweise endgültig und absolut überwindet. Drittens muss der Vortrag nun insofern kommentiert werden, als hier
erläutert werden muss, was Abstraktheit in diesem Zusammenhang meint. Denn wenn von Quanteninformationen die Rede ist, dann wirkt das für einen heutigen theoretischen Physiker im Zeitalter, in dem man Quantencomputer und so etwas entwickelt, nicht so extrem exzentrisch und spektakulär. Aber wenn man sich überlegt, dass das Jahrhundertgenie Werner Heisenberg gesagt hat, dass das so eine unglaublich hohe Abstraktionsebene beschreibt, dann wird das schon unheimlich. Und dann muss man sich schon näher überlegen, wovon hier eigentlich die Rede ist. Es ist nämlich hier nicht die Rede von Informationen, wie man das zum Beispiel, Quanteninformationen, wie man das zum Beispiel im Zusammenhang mit dem holographischen Prinzip verwendet. Also Informationen, die durch den Raum strömt, die sich im Raum bewegt oder die irgendwelchen anderen Objekten anhaftet. Informationen, die ein physikalisches System enthält, das unabhängig von dieser Information besteht. Sondern es ist so gedacht, dass die grundlegende Wirklichkeit der Natur eine abstrakte, quantenlogische Beziehungsstruktur ist, die Information enthält. Und diese elementaren quantenlogischen Einheiten oder Quanteninformationseinheiten bewegen sich nicht durch einen vorgegebenen Raum. Sie beziehen sich nicht auf irgendeine andere, von ihnen unabhängige physikalische Wirklichkeit und sie haben selbst überhaupt keine Bedeutung. Es ist also eine reine, abstrakte, quantenlogische Wirklichkeit, die in sich selbst die ganze physikalische Realität aufspannt. Also aus der reinen Logik ergibt sich sozusagen erst die physikalische Wirklichkeit. Kein spezieller oder überhaupt kein physikalischer Begriff und keinerlei physikalische Realität außer diesen quantenlogischen Einheiten wird vorausgesetzt. Außer der Zeit. Die Zeit muss eine spezielle Rolle spielen, eine fundamentale Rolle spielen, was man schon daraus ersehen kann, dass die Zeit auch unser ganzes Bewusstsein konstituiert. Also man kann zum Beispiel nur in der Zeit einen bestimmten Seelenzustand haben, eine bestimmte Zeit lang, man kann ihn aber nicht im Raum haben. Also Zeit ist so fundamental, dass sogar unser Bewusstsein, sogar seelische Vorgänge der Zeit unterliegen. Also die Zeit muss eine Sonderrolle einnehmen. Auch die Relativitätstheorie hat den Unterschied von Raum und Zeit nicht aufgehoben. Aber ansonsten es geht also um abstrakte quantenlogische Beziehungen in der Zeit. Das heißt, es geht hier nicht um eine formale Abstraktheit, denn mit formaler Abstraktheit haben wir gewöhnlich nicht so besonders große Schwierigkeiten, in der Mathematik nicht, auch in der Programmiertechnik nicht, mit sehr abstrakten Strukturen umzugehen, sondern es geht um die Abstraktheit in unserem Bezug zur Wirklichkeit, die Abstraktheit, wie wir die Wirklichkeit denken. Und hier sind wir eben im Sinne Immanuel Kants sehr an bestimmte vorgegebene Begriffsstrukturen gebunden und es fällt uns unglaublich schwer, die Wirklichkeit so abstrakt zu denken. Also die Wirklichkeit so aufzufassen, dass sie im Grunde nur eine Art abstrakter quantenlogischer Beziehungsstruktur ist, ohne irgendwelche geometrischen, räumlichen Begriffe, ohne die Idee, dass es voneinander trennbare Objekte gibt, die sich in irgendeiner Weise durch den Raum bewegen und all diese Begriffe oder dass schon irgendwelche Formen, irgendeine Art von Substanz oder Masse vorhanden ist oder von all dem muss man vollkommen abstrahieren. Und das ist das Besondere und das ist auch das unglaublich Überzeugende an dieser Theorie. Ich möchte nun zu dem zweiten und dem dritten Kommentar zu dem Videoausschnitt aus dem Vortrag von Thomas Görnitz und seiner Frau Brigitte Görnitz noch einmal einen Ausschnitt aus zunächst dem zweiten Teil zu den Atomen und zu der zweiten kantischen Antinomie, einen Ausschnitt aus einem Vortrag Heisenbergs bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1967 einspielen und danach noch einen Ausschnitt aus einer Diskussion zwischen Karl Friedrich von Weizsäcker und einem Mitarbeiter aus den 50er Jahren, mit dem er sozusagen das eine der drei ersten Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht hat, nämlich Erhard Scheibe. Also zunächst der Videoausschnitt aus dem Vortrag Werner Heisenbergs aus dem Jahr 1967. Ich möchte beginnen mit einem speziellen Ausschnitt aus der sogenannten Antinomienlehre Kants. Kant hat festgestellt, dass unser Denken so konstruiert ist, dass wir auf gewisse Grundfragen scheinbar entgegengesetzte Antworten geben müssen, dass wir also in ein logisches Dilemma geführt werden, aus dem wir mit unserem Denken eigentlich keinen rechten Ausweg wissen. Die Antinomie, um die es sich jetzt eigentlich handelt, ist die nach der unendlichen Teilbarkeit der Materie.
Kant hat wieder gefragt, was geschieht, wenn ich versuche, Materie immer weiter und weiter zu teilen? Und er sagt, wir können nun wieder in zwei verschiedenen Richtungen argumentieren und kommen zu widersprechenden Ergebnissen. Wir können erstens sagen, unser Denken ist so gebaut, dass wir Kompliziertes nur dadurch verstehen können, dass wir es auf Einfaches zurückführen. Daher muss alles materielle Geschehen, schließlich auf einfaches Geschehen, auf einfache Teile der Materie zurückgeführt werden, letzten Endes müssen wir einfach annehmen, dass am Ende der Teilung einfache Bausteine der Materie stehen. Daher etwa das Bestreben der Chemie, anstelle der Fülle unendlich vieler chemischer Verbindungen nun die bekannten chemischen Elemente zu setzen. Und so ist es ja weitergegangen. Nach Kant hat man also in Richtung dieses Teilens weitergearbeitet. Und die Naturwissenschaft hat in der Tat in dieser Weise immer versucht, vom Komplizierteren zum noch Einfacheren vorzustoßen. Und da steht natürlich immer die Vorstellung dahinter, dass man schließlich zu etwas ganz Einfachem kommen wird. Andererseits, sagt Kant, können wir auch ebenso gut beweisen, dass es niemals zu Einfachem führen wird. Denn wenn wir uns kleinste einfache Teile der Materie vorstellen, dann müssen sie ja, da sie Materie sind, auch Raumerfüllung haben. Der Raum aber ist kontinuierlich, das heißt, von jedem noch so kleinen Teil können wir uns zumindest anschaulich vorstellen, dass er noch in zwei Hälften oder noch kleinere Bruchteile zerteilt wird. Und selbst wenn das aus technischen Gründen zunächst unmöglich sein sollte, so hindert uns nichts anzunehmen, dass es bei Anwendung noch größerer Kräfte, noch neuer Techniken eben doch möglich sein müsse, noch kleinere Teile zu erzeugen. Das war also noch einmal die Erklärung und Erläuterung der zweiten kantischen Antinomie seitens Werner Heisenberg mit den Worten Werner Heisenbergs. Und jetzt möchte ich einen Videoausschnitt einspielen aus der erwähnten Diskussion, an der Karl Friedrich von Weizsäcker und Erhard Scheibe nach einem Vortrag Karl Friedrich von Weizsäckers an der Universität Göttingen im Jahre 1994 stattgefunden hat. Und da wird sowohl noch einmal diese Frage mit den Atomen angeschnitten, als auch die Frage der Abstraktheit dieser Uralternativen und der ganzen begrifflichen Basis thematisiert. Eine Uralternative ist etwas, in das man jede empirisch entscheidbare Alternative zerlegen kann. Aber welche Uralternativen inhaltlich nun gemeint sind, das wird dann doch auch nicht gesagt. Und das ist eigentlich etwas, wozu ich Herrn von Weizsäcker gerne bringen möchte, dass er etwas sagen möge. Dazu kann man mich bringen. Jetzt zu der Frage, die Sie an mich gestellt haben mit den Uhren oder den Uralternativen. Da sage ich, die Meinung, eine Uralternative könne eine Ja-Nein-Entscheidung sein, die im Rahmen unserer üblichen Sprechweise ausgedrückt werden kann, ist essentiell falsch. Das kann nicht so sein, denn die mathematische Struktur, die ich hier betrachte, besagt, dass beispielsweise alle Observablen, also alle Größen, die man als beobachtbar ansieht, sich letzten Endes auf Uralternativen nur in jeweils verschiedener Anordnung müssen zurückführen lassen. Und genau dieses bedeutet, dass die Unterschiede zwischen ihnen, in dem, woraus sie hervorgehen, nämlich den Uralternativen, noch nicht bestehen. Das heißt, die Uralternative ist essentiell etwas, was mit der Umgangssprache nicht als Gegenstand beschrieben werden kann. Andererseits ist meine Meinung, dass genau dieses die Stärke dieser Annahme ist, denn so wie ich anfange anzunehmen, irgendetwas Spezielles sei fundamental, meine ich, falle ich sofort in die Schwierigkeit, die eine ganze Reihe von überlieferten Philosophien hatten, wenn ich zum Beispiel sage, es gibt halt Atome. Die Atome sind fundamental. Und dann muss man nur Leibniz oder Kant sein, um zu sehen, dass man damit bereits einen im Grunde widerspruchsvollen Begriff eingeführt hat. Der Versuch,
einen Begriff einzuführen, der die abstrakte Struktur der Quantentheorie so wiedergibt, dass die in ihr abstrakt vorliegende Zurückführbarkeit aller Alternativen auf Uralternativen noch sprachlich ausgedrückt werden kann, lässt sich nicht machen durch Rückgriff auf die Alltagssprache. So wie man im Grunde ja schon das, was in der Quantentheorie vorliegt, nicht mit den Begriffen der klassischen Physik beschreiben kann, sondern man kann höchstens hoffen, die Begriffe der klassischen Physik auf diejenigen der Quantentheorie zurückzuführen. Andersrum kann es gar nicht gehen. Und ebenso würde ich annehmen, dass ich gezwungen bin, wenn ich den Gedanken, den ich hier benutze und der ja mathematisch einfach durchsichtig möglich ist, sprachlich ausdrücken will, dass ich ausdrücklich darauf verzichten muss, zu sagen, was in Speziellen eine Uralternative ist. Wenn ich das nicht sage, wenn ich darauf nicht verzichte, habe ich meine eigene Theorie nicht verstanden. Es ist die Pointe der Theorie, dass man das nicht sagen kann. Und das ist ganz vernünftig. Ich habe auch gar nicht, ich habe nicht erwartet, dass der Inhalt von Uralternativen in der Umgangssprache ausgedrückt werden kann. Aber ich glaube, dass der bisherige Gang der Physik uns gezeigt hat, dass wir doch zu Theorien vordringen können, die wir verstehen können, also um diese Frage geht es, ja immer auch ohne, dass sie uns bis in jedes letzte Detail hinein in der Umgangssprache vermittelt werden können. Also das hätte es nicht zu sein brauchen. Dass es so abstrakt herauskommt, wie Sie es jetzt eben beantwortet haben, sehe ich sozusagen als ein Extrem einer Skala von Antworten an. Es ist an dieser Stelle auch wichtig, noch einmal ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Abstraktheit die feldtheoretische Begriffe vollkommen überwindet, also diese Abstraktheit in unserem Zugang zur Wirklichkeit der Natur, nicht nur irgendeine mögliche Theorie ist, sondern das auch nicht nur auf prinzipiellen begrifflichen Überlegungen basiert, sondern dass sie auch ganz konkret durch das Experiment gefordert wird. Das heißt, wir sind durch das, insbesondere durch das EPR-Paradoxon, dessen grundlegender Gehalt ja auch, auf dessen grundlegendem Gehalt ja auch die Experimente Zeilingers basieren, der sozusagen heutzutage wissenschaftlicher Alltag ist, dass das uns dazu zwingt, die begriffliche Basis tiefer und grundlegender zu wählen. Das heißt, feldtheoretische Kausalbeziehungen können nicht auf der fundamentalen Ebene gültig sein, weil wir ganz deutlich in den Experimenten sehen, dass sich scheinbar voneinander getrennt oder voneinander verschiedene Objekte in Wirklichkeit in einem holistischen Gesamtzustand befinden, der also instantan sich nur im ganzen Raum gleichzeitig ändern kann, weil er in Wirklichkeit einer Realitätsebene angehört, in dem es nur eine abstrakte logische Beziehungsstruktur gibt. Und damit wird eigentlich auch deutlich, warum eine abstrakte Informationsstruktur oder eine abstrakte logische Struktur in der Lage ist, diese Wirklichkeit zu beschreiben, denn Logik ist im Gegensatz zu bestimmten geometrischen Strukturen überhaupt nicht an topologische Verhältnisse gebunden, nicht an irgendwelche Form von metrischen Strukturen, nicht an irgendwelche räumlichen Kausalstrukturen gebunden, sondern Logik ist vollkommen unabhängig davon, gehört einer abstrakteren Betrachtungsweise an und deshalb kann nur eine solche abstrakte quantenlogische Beschreibungsweise überhaupt prinzipiell es ermöglichen, auch diese Realitätsebene, die sich ganz offensichtlich in den Experimenten zeigt, zu erfassen. Es muss nun darauf eingegangen werden, aus welchen Überlegungen, aus welchen grundlegenden Überlegungen die von Weizsäckersche Theorie eigentlich hervorgegangen ist und wie sie genau gemeint ist. Wie sind also diese grundlegenden Alternativen, von denen hier die Rede ist, die man in Uralternativen aufspalten kann, wie sind die eigentlich gemeint, was haben die für eine Bedeutung, welchen Wirklichkeitsstatus haben sie, inwiefern sind sie gemeint? Und dazu möchte ich jetzt einen Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Carl Friedrich von Weizsäcker und Manfred Eigen, also dem Nobelpreisträger Manfred Eigen aus dem Jahre 1986, einspielen. Ich würde zunächst sagen,
meine These, so wie ich sie auch in diesem Buch formuliere, zu dieser Sache ist, Quantentheorie ist eine Theorie möglichen menschlichen Wissens. Mhm. Wissen heißt dabei, wissen, dass es so ist, wie man weiß. Wissen heißt nicht, dass man irgendeinen Bewusstseinszustand hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich in Göttingen bin in diesem Augenblick. Mhm. Das umfasst zweierlei. Ich bin in Göttingen und ich weiß es. Mhm. Insofern heißt Wissen überhaupt nicht etwas in dem Sinn Subjektives, dass man sagt, ja, von mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun, sondern es ist die Form unseres theoretischen Bezugs zur Wirklichkeit. Aber die Quantentheorie ist nicht eine Theorie, die eine Wirklichkeit beschreibt, unabhängig davon, dass man sie wissen kann, sondern so beschreibt, wie man sie dann wissen kann, wenn man bestimmte Vorentscheidungen getroffen hat, insbesondere die Reduktion unserer Redeweise auf Aussagen im Sinne der Logik, die wiederum ihrerseits charakterisiert sind als etwas, was wahr oder falsch sein kann. Und in diesem Sinne auf Ja-Nein-Entscheidung. Die Quantentheorie der Uralternativen und die darin zugrunde gelegten Alternativen in der Zeit sollen also den fundamentalsten möglichen objektivierenden Zugang unseres menschlichen Geistes zur Wirklichkeit beschreiben. Das bedeutet nicht, dass in irgendeiner Weise die Wirklichkeit durch unseren menschlichen Geist bestimmt würde oder in irgendeiner Weise sozusagen in ihrem Ansichtsein irgendwelche Züge tragen würde, die sozusagen durch den menschlichen Geist bestimmt wird, aber es bedeutet, dass wir die Natur nur so insofern beschreiben können, als sie sich in unserem menschlichen Geist und in unserer Erfahrung in irgendeiner Weise darstellt. Und das Ganze, dass die grundlegende Denkweise, aus der diese ganze Überlegung hervorgegangen ist, ist im Grunde genommen aus der kantischen Philosophie entlehnt, denn Kant ist der Meinung, dass die grundlegenden Strukturen der Natur und die grundlegenden Realitäten, die wir in der Natur vorfinden, bei Weizsäcker sind es sogar die speziellen Inhalte, sich bereits aus den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung ergeben. Das heißt, dass die Art und Weise, die grundlegenden Strukturen und Bedingungen, die in unserem Geist oder in der Natur vorkommen müssen, damit Naturwissenschaft überhaupt möglich wird, bereits die fundamentalste Möglichkeit eines objektivierenden Zugangs, bereits die konkreten Inhalte der theoretischen Physik determiniert. Wenn ich Kant für einen Augenblick folge, dann sagt er, wie kann es sein, dass ein Begriff oder eine Aussage, ein Urteil, also was wir nennen etwa ein Naturgesetz, überall in der Erfahrung gilt? Dafür sehe ich, Immanuel Kant sagt, würde er sagen, nur eine mögliche Begründung, wenn diese Grundstruktur, die hier geschildert ist, Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ist, sodass es Erfahrung gar nicht geben kann, wenn diese Struktur nicht besteht. Und dieses fundamentalste Schema eines objektivierenden Zugangs zur physikalischen Wirklichkeit wird, wie aus diesem Videoausschnitt hervorgeht, im Grunde genommen heruntergebrochen und kondensiert auf eine abstrakte Aussagenlogik. Heißt, ein abstraktes logisches Schema, dargestellt durch diese Alternativen, ist die grundlegendste Weise, einen objektivierenden Zugang zur Wirklichkeit zu bekommen. Und hierbei ist nun entscheidend, dass man sich zunächst einmal klar macht, was eigentlich Logik ist. Logik beschreibt ja nicht Inhalte, sondern Logik beschreibt die Art und Weise, wie wir Aussagen zueinander in Beziehung setzen, die ihrerseits Inhalte enthalten. Aber die logischen Gesetze sind unabhängig vom Inhalt. Also zum Beispiel der berühmte Modus Tollens, wenn aus A B folgt, folgt aus nicht B nicht A. Dieses logische Gesetz, ein sehr einfaches, grundlegendes logisches Gesetz, ist vollkommen unabhängig davon, welchen Inhalt die Aussagen A und B enthalten. Das heißt, wenn also nur ein logisches Schema, eine abstrakte Aussagenlogik zugrunde gelegt wird, die allerdings natürlich die Wirklichkeit schematisieren soll, dann bedeutet dann daraus
alles hergeleitet werden soll, bedeutet das im Grunde genommen, und man gar keine unabhängig davon bestehenden Inhalte voraussetzt, bedeutet das, dass man die Inhalte der theoretischen Physik im Grunde, die Inhalte der Aussagen, bereits aus der logischen Form herleitet, mit denen man die Aussagen verknüpft. Das heißt, die Inhalte der theoretischen Physik gehen aus einem abstrakten logischen Schema hervor. Und das ist natürlich eine extreme Stufe der Abstraktion, und dann versteht man halt auch langsam, warum Heisenberg eben gesagt hat, dass das so extrem abstrakt sei. Und es gibt, wenn man sich ein bisschen durch die Geistesgeschichte bewegt, durch die Jahrhunderte bewegt, einen ganz bedeutenden Denker, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, den Vollender des deutschen Idealismus, der die Wirklichkeit auch schon so abstrakt aufgefasst hat, der also auch schon versucht hat, die Ontologie von der Logik her zu denken und von der Logik her zu begründen. Das ist zumindest eine ganz zentrale Gedankenfigur in seiner Philosophie. Und dazu möchte ich jetzt einen Ausschnitt aus einer Einführung in die hegelsche Philosophie seitens des Hegel-Experten Klaus Düsing einspielen. Schon aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass Hegels Logik zugleich Metaphysik ist. Sie enthält zwar, mit einigen gravierenden Veränderungen, die Formbestimmungen der formalen Logik in sich, aber sie abstrahiert gerade nicht vom Inhalt. Ihr Inhalt ist freilich nicht, wie in der kantischen transzendentalen Logik, das reine Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung. Denn nach Hegel ist das reine Denken hinsichtlich seines Inhalts keineswegs, wie Kant lehrt, auf sinnlich mannigfaltige Vorgegebenheiten angewiesen und in seiner Erkenntnisfähigkeit darauf eingeschränkt. Es bringt vielmehr aus sich selbst die Mannigfaltigkeit seiner inhaltlichen, von ihm gedachten Bestimmungen hervor, und es hat, indem es diese denkt, zugleich ontologische Bedeutung. Um jetzt dazu überzugehen, zu der Frage überzugehen, was das jetzt in Bezug auf die konkrete Beschreibung der theoretischen Physik und in Bezug auf den Unterschied zu der gewöhnlichen Herangehensweise bedeutet, möchte ich einen Videoausschnitt aus einem Gespräch zwischen Werner Heisenberg und Karl Friedrich von Weizsäcker aus dem Jahre 1966 einspielen. Aber meine Behauptung gegen zu gestern Nachmittag ist nur, dass die Topologie des Weltraums schon durch die Quantentheorie festgelegt ist und nicht durch die Gravitation. Jawohl. Wenn du überhaupt, ja. Du fängst doch an mit einer Gleichung, die aussieht, als sei sie eine klassische Gleichung. Ja. Und dann sagst du, die hat eine konforme Gruppe, aber quantentheoretisch geht das gar nicht, da muss man die konforme Gruppe kaputt machen. Ja. Und dann sage ich ja, ich fange ja gar nicht mit einem klassischen Grenzfall an, sondern gleich quantentheoretisch. Diese Äußerung seitens von Weizsäcker enthält eigentlich bereits die ganze grundlegende Idee der Quantentheorie der Uralternativen. Denn man muss jetzt verstehen, was Weizsäcker mit gleich quantentheoretisch meint. Er nimmt ja hier Bezug auf Heisenbergs nichtlineare Spinor-Feldtheorie, bei der er also eine fundamentale Feldgleichung voraussetzt, die er anschließend einer Quantisierung unterwirft. Also er beginnt von einer klassischen Feldtheorie, die dann anschließend durch eine Quantisierung in eine entsprechende Quantentheorie überführt wird. Karl Friedrich von Weizsäcker beginnt gleich nur von der Quantentheorie selbst. Er nimmt also die allgemeine abstrakte Quantentheorie, interpretiert die als ein fundamentales logisches Schema, als das grundlegendsten möglichen objektivierenden Zugangs zur Wirklichkeit und will versuchen, daraus alle anderen physikalischen Realitäten zu konstruieren. Das heißt, es wird nicht wie gewöhnlich eine unabhängig von der Quantentheorie überhaupt bestehende physikalische Wirklichkeit angenommen. Das könnte man sich gleichnisweise etwa dadurch klar machen, wenn man sagen würde, wenn man das in einem einfachen Gleichnis veranschaulichen sollte, gewöhnlich pflanzt man einen klassischen Baum und man pfropft dann anschließend einen quantentheoretischen Ast künstlich auf diesen klassischen Baum auf. Von Weizsäcker pflanzt von vornherein einen rein quantentheoretischen Baum, der von der Wurzel her bereits wie aus einem Guss quantentheoretisch konstituiert ist. Also wenn man beispielsweise dazu eine gegenwärtig sehr viel diskutierten Theorie Bezug nimmt, beispielsweise der Schleifenquantengravitation. Da geht man also von einem bestimmten Modell der Raumzeit mit Knotenpunkten aus und mit Holonomien, die dazwischen sind. Also im Grunde genommen Integralen entlang
eines Weges, und das sind so die grundlegenden Größen, das ist die grundlegende Basiswirklichkeit, auf die man sich bezieht, und dann baut man über diesen Holonomien einen Hilbertraum auf. Und genau eine solche von der Quantentheorie unabhängige Struktur setzt Weizsäcker überhaupt nicht voraus. Er sagt, die Quantentheorie, das ist bereits die fundamentale Theorie und aus der geht die gesamte Wirklichkeit hervor, wenn man sie fundamental genug interpretiert. Denn die abstrakte Quantentheorie weiß noch nichts von Raum und folglich noch nichts von Materie. Diese Begriffe sind sekundär. Und eine entscheidende Konsequenz dessen ist dann eben auch, dass sich alle Strukturen des Raums, also überhaupt die Existenz eines gemeinsamen Ortsraumes und auch seine topologische Struktur und seine gesamte geometrische Struktur aus der Quantentheorie ergibt und nicht irgendwie a priori vorausgesetzt werden muss, sondern eine indirekte Konsequenz, eine Darstellungsmöglichkeit dieser abstrakten logischen Beziehungsstrukturen ist. Dass man das mathematisch vollkommen konsistent und exakt durchführen kann, werde ich im zweiten Teil meines Vortrages zeigen, mit vergleichsweise einfachen mathematischen Mitteln. Aber diese Mathematik muss eben richtig begrifflich verstanden werden. Und damit wird dann auch das EPR-Paradoxon verständlich. Genau das, was wir im Experiment sehen, nämlich dass sich die physikalischen Objekte in einem dreidimensionalen Raum darstellen, aber sich offensichtlich so verhalten, als seien sie an dessen Kausalstrukturen und an dessen geometrische Verhältnisse überhaupt nicht gebunden. Das wird genau dadurch deutlich. Denn die fundamentale Wirklichkeit ist diese abstrakte quantenlogische Beziehungsstruktur, die räumliche Begriffe überhaupt nicht voraussetzt, die sich erst indirekt dann ergeben als eine Darstellungsmöglichkeit an der Oberfläche. Und dann hätte ich diese Zahl der 10 hoch 120 im Prinzip wenigstens abgeleitet. Das war meine Hoffnung. Ja. Und wie steht es nun bei dir? Also ich würde das so sagen. Ich würde sagen, ich behaupte erstens, darüber habe ich auch gestern nochmal mit dem Dürr gesprochen, der war, sagte also, es sei genau seine Meinung, was ich sage. Ja. Die Topologie der Welt hat nichts mit Gravitation zu tun. Sondern die Topologie der Welt, sage ich jetzt, hat mit Quantentheorie zu tun. Ja. Nahen Raum plus Zeit leben. Ja, also das ist eben eine zentrale Vermutung. Aha. Dass die Dreidimensionalität, dass die Existenz eines gemeinsamen Ortsraums erstens, was schon gar nicht selbstverständlich ist von der abstrakten Quantentheorie aus, und zweitens die Dreidimensionalität dieses Raums, also Existenz dieses Raums als reellen dreidimensionalen Raums, dass man das beides aus einer allerdings Zusatzhypothese zur abstrakten Quantentheorie, aber einer wiederum ganz abstrakten Zusatzhypothese begründen kann. Und dass die Hypothese kurz gesagt ist, die Zerlegbarkeit aller quantentheoretisch beschriebenen Objekte, formale Zerlegbarkeit in was ich nenne Subobjekte, die nur zweidimensionale Zustandsräume haben, was logisch nur darauf hinausläuft, dass man sagt, jede Alternative von n Möglichkeiten, mögen das nun unendlich viele oder auch abzählbar unendlich viele sein, lässt sich natürlich logisch entscheiden, indem man sukzessive immer Ja-Nein-Entscheidungen macht. Ist ja, also in den entsprechenden Video-Einspielungen wurde das auch noch einmal ganz deutlich gesagt, dass welche Rolle dem Raum zukommt. Und dass das eben alles schon durch die Quantentheorie selbst determiniert ist. Nach der Anschauung von Weizsäckers. Es ist jetzt allerdings wichtig, noch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen, denn auf die Frage, warum denn die Zeit vorausgesetzt werden muss und der Raum nicht. Warum also die Zeit sich so grundlegend vom Raum unterscheidet, obwohl wir doch in der Relativitätstheorie von einem Raum-Zeit-Kontinuum sprechen. Hier ist zunächst zu sagen, dass die Relativitätstheorie den Unterschied zwischen Raum und Zeit überhaupt nicht aufhebt, denn die Raumartigkeit oder Zeitartigkeit eines Abstandes ist eine Lorentz-invariante Größe, das ist zum einen zu sagen. Des Weiteren bedeutet, dass man mathematisch das in ein vierdimensionales Kontinuum einbinden kann und die eine neue Beziehung zwischen Raum und Zeit herstellt, grundsätzlich nicht, dass die Zeit nicht weiterhin etwas Besonderes sein sollte. Sie fließt auch nur in eine Richtung. Bei der Metrik hat sie sozusagen ein negatives Vorzeichen. Was aber noch viel wichtiger ist, dass die Zeit eben nicht nur eine physikalische Realität ist, sondern auch unserem inneren Erleben zugrunde legt. Die Zeit, deswegen sagt Kant, der Raum ist die grundlegende Anschauungsform in Bezug auf die äußere Wirklichkeit, während die Zeit sowohl der inneren als auch der äußeren Wirklichkeit zugrunde liegt als Anschauungsform. Sie bestimmt also auch seelische Gegebenheiten, Bewusstseinszustände.
und hat daher eine weit über die theoretische Physik, über eine objektivierende Beschreibung der Natur hinausgehende Bedeutung. Deshalb nennt ja Heidegger sein berühmtes Werk auch Sein und Zeit. Und daher muss die Zeit a priori vorausgesetzt werden, kann nicht begründet werden. Und es ist des Weiteren auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Zeit nicht in irgendeiner Weise Information enthalten kann. Sie kann also nicht einer Informationsstruktur sein oder einer, sagen wir mal, einer, sie kann nicht selbst in irgendeiner Weise, die Zeitdimension kann nicht selbst Informationsfreiheitsgrade enthalten. Denn sobald eine Dynamik festgelegt ist, sobald irgendeine Dynamik, eine determinierende sozusagen Dynamik da ist, wie beispielsweise die Schrödinger-Gleichung, ist dann, wenn man den Zustand zu einem Zeitpunkt kennt, der Zustand zu allen Zeiten bestimmt. Das heißt, die Zeitentwicklung enthält also keine Information, die gesamte Information weiß man, ist schon daran enthalten, wenn man ihn zum einen Zeitpunkt kennt. Jetzt kann man natürlich sagen, bei dem Messprozess kann jetzt neue Informationen hinzukommen, aber der Messprozess ist ja im Grunde genommen auch eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen Objekten, nämlich zwischen Messapparat und Objekt, sodass man davon ausgehen muss, dass in Wirklichkeit dieser Vorgang eigentlich auch ein deterministischer Vorgang ist. Das heißt, das Entscheidende, das ist auch das, was ich auch noch ganz deutlich sagen möchte, an der Quantentheorie ist aus meiner Sicht nicht, dass dem Zufall eine prinzipielle Rolle zukommt, sondern das Entscheidende an der Quantentheorie ist die Nichtlokalität. Das heißt, der ontologische Gehalt der Unbestimmtheitsrelation ist nicht, dass der Zufall nun in die Beschreibung hineinkommt, sondern dass Ort und Impuls keine adäquaten Größen sind, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Zustände, es ergibt keinen Sinn, einem Elementarteilchen einen festen Ort und einen festen Impuls zuzuordnen. Das sind einfach Begriffe, die nicht adäquat sind. Das ist der ontologische Gehalt der Unschärferelation. Da steckt auch diese Nichtlokalität drin, aber das heißt nicht, dass nicht im Prinzip eine deterministische Beschreibungsweise durch die Schrödinger-Gleichung gegeben sei. Nur weil eben ein Messapparat so komplex ist, können wir eben faktisch nicht genau vorhersagen, wie sich der Zustand verändern wird. Das heißt, der Indeterminismus hat etwas mit unserer Unzulänglichkeit, unserer Möglichkeit einer Beschreibung zu tun, während die Nichtlokalität in der Unbestimmtheitsrelation ontologischen Charakter hat. Das ist das Entscheidende an der Quantentheorie, die Nichtlokalität und nicht der Zufall. Diese spezielle Fragestellung mit der Zukunft, die tritt bei Weizsäcker ein bisschen anders auf, weil Weizsäcker die Quantenlogik eigentlich aus der Offenheit der Zukunft begründet. Also, aber man kommt dann immer in das Problem hinein, dass man zusätzlich ja noch eine deterministische, kontinuierliche Zeitentwicklung sozusagen voraussetzen muss. Und diese Fragestellung scheint mir als noch nicht ganz geklärt. Ich gehe in meinem Ansatz davon aus, dass man diese Quantenlogik als ein neben der kontinuierlichen Zeitentwicklung völlig anderes zusätzliches Postulat einführen muss. Das hat Weizsäcker etwas anders gemacht. Aber in Bezug auf die Frage, dass man die Zeit in irgendeiner Form auf jeden Fall voraussetzen muss, dazu möchte ich jetzt noch einmal einen Ausschnitt aus dem bereits herangezogenen Gespräch zwischen Heisenberg und von Weizsäcker aus dem Jahr 1966 einspielen. Du fragst mich im Grunde jetzt, oder ich möchte mich gerne fragen lassen, nicht nach der Mathematik dieser Sache, die ich gar nicht weiß, sondern nach der Philosophie dieser Sache. Ja, natürlich. Ja. Und da würde ich sagen, da muss man eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und muss fragen, was hat überhaupt diese ganze Theorie der Urentscheidungen mit der Zeit zu tun? Ja. Und wenn ich also das entwickeln darf, dann würde ich sagen, ich fange nicht mal mit den Urentscheidungen an, sondern ich fange nur mit der Zeit an. Ja, das war eigentlich immer die Absicht. Ja. Ich möchte also nun noch einmal die wesentlichen Gründe zusammenfassen und aufzählen, die Quantentheorie der Uralternativen als aussichtsreich, vielleicht sogar als unumgänglich erscheinen lassen. Das ist erstens die Einfachheit und Abstraktheit der reinen Logik. Es wird also hier eigentlich die fundamentalste Struktur oder Möglichkeit unseres rationalen Denkens überhaupt zugrunde legt und ausschließlich das zugrunde gelegt, also nur eine abstrakte Logik, eine abstrakte Quantenlogik. Also sofern man überhaupt die Wirklichkeit noch in rationalen Strukturen beschreiben kann, muss man, also irgendeine Art von Logik muss man immer voraussetzen, aber noch weniger kann man eigentlich nicht voraussetzen. Außerdem wird eben nur die Zeit
noch zusätzlich vorausgesetzt. Wie gesagt, Heidegger nennt sein Hauptwerk Sein und Zeit. Das sind in gewisser Weise die fundamentalsten und grundlegendsten Begriffe unseres Denkens. Und sofern das Sein oder der Teil des äußeren Seins der Natur, der sich objektivierend beschreiben lässt, sofern der sich objektivierend beschreiben lässt und im rational im Sinne logischer Strukturen beschreiben lässt, ist eben eine solche und solche Alternativen, die mit einer abstrakten Quantenlogik belegt werden, wohl die fundamentalste Möglichkeit einer solchen Beschreibungsweise der Wirklichkeit. Der zweite Grund ist, dass die Alternativen nicht an räumliche Kausalstrukturen gebunden sind, wie das jeder feldtheoretische Ansatz ist oder jeder Ansatz, der irgendwelche räumlichen Strukturen zugrunde legt oder geometrische Strukturen zugrunde legt. Und wir sehen ja in den Experimenten, worauf ich ja schon mehrmals hingewiesen habe, ganz deutlich, dass eine solche räumliche Kausalstruktur nicht fundamental sein kann. Drittens sind die Uralternativen als die fundamentalste Möglichkeit der Auflösung solcher logischer Strukturen Atome im Sinne schlechthiniger Unteilbarkeit. Sie sind also keine räumlichen Atome, sondern sie sind logische Atome und sie sind aus logisch-begrifflich logischen Gründen nicht weiter teilbar. Mehr aufspalten als in eine einfache Ja-Nein-Entscheidung kann man eine logische Struktur nicht mehr. Dann des Weiteren ergeben sich daraus, wie ich auch insbesondere im zweiten Teil des Vortrages zeigen werde, im Wesentlichen die Grundstrukturen der theoretischen Physik, die an der Oberfläche vorgefunden werden können. In natürlicher Weise fließen sie aus diesem abstrakten quantentheologischen Rahmen heraus, sodass sich die physikalische Wirklichkeit in gewissem Sinne als Ausfluss der Logik ergibt. Und schließlich ist die Diskretheit von vornherein gegeben, also die kommt in natürlicher Weise herein. Das war ja der Grund, der Ursprung der Quantentheorie bei Max Planck lag ja in einer Diskretisierung der Energiezustände, und ich glaube, dass sich auf diese Art und Weise auch sozusagen alle Unendlichkeiten von vornherein vermeiden lassen, dass die sich also gar nicht erst ergeben. Das kann ich bisher, habe ich das noch nicht zeigen können, aber ich glaube, bin mir relativ sicher, dass man mathematisch zeigen kann, dass sich also bei irgendwelchen Berechnungen endliche Werte von vornherein in natürlicher Weise ergeben. Ich begrüße Sie also recht herzlich zum zweiten Teil meines Vortrages, bei dem es jetzt um die mathematische Ausarbeitung der grundlegenden begrifflichen Basis der Quantentheorie der Uralternativen gehen soll. Auch hier beziehe ich mich auf wesentliche Gedanken Carl Friedrich von Weizsäckers. Hier sind mir aber darauf aufsetzend einige entscheidende weitere Schritte gelungen, die er selbst noch nicht hatte. Also, ich sage es noch einmal ganz deutlich, diese Theorie ist ganz klar das Werk Carl Friedrich von Weizsäckers. Ich stehe mit diesen mathematischen Beiträgen zu dieser Theorie im Dienste Carl Friedrich von Weizsäckers. Das ist der Sinn meiner ganzen Tätigkeit und das ist auch der Sinn dieses Vortrages. Also, was Carl Friedrich von Weizsäcker ja gelegt hat, ist die ganze begriffliche Grundbasis. Er hat des Weiteren auch schon mathematisch sich überlegt, wie man diesen Tensorraum vieler Uralternativen aufbauen soll und dass man dann darin bestimmte Operatoren sozusagen konstruiert. Aber wie das dann im Weiteren genau zu vollziehen ist, da habe ich eben jetzt meine eigenen Gedanken überlegt und das mal insgesamt, um sich das insgesamt einmal zu verdeutlichen, in einem Schaubild, dazu habe ich jetzt mal dieses Baumdiagramm aufgezeichnet, das auch in meiner Arbeit, die ich dieses Jahr verfasst habe, zu finden ist, auf Seite 9 dieser Arbeit. Und es ist wohl zunächst gut, zu Beginn sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie eigentlich im Ganzen diese Rekonstruktion, dieser systematische mathematische Aufbau geschehen soll, basierend auf dieser abstrakten begrifflichen Grundlage. Also, was ich ja im ersten Teil des Vortrages ganz deutlich erläutert habe, dass die Grundrealitäten, die Grundannahmen, die vorausgesetzt werden, ist die Existenz einer Zeit, jetzt bei der Zeit, und die Existenz einer logischen Struktur, einer quantenlogischen Struktur. Wie gesagt, Carl Friedrich von Weizsäcker wollte eigentlich
die Quantenlogik aus der Zeit begründen, aus der Offenheit der Zukunft, bei der das Tertium non datur verletzt ist. Das erscheint mir aber insofern problematisch, als man in jedem Fall eine kontinuierliche Zeitentwicklung in der Theorie drin haben muss, da man ja irgendeine Art von Dynamik auszeichnen muss. Also das ist eine Frage, die lasse ich hier offen. Jedenfalls, was man auf jeden Fall voraussetzen muss, Logik, ich setze die Quantenlogik einfach als getrenntes Postulat voraus, und die Zeit. Das sind die grundlegenden Strukturen, also mit noch weniger kann man auch nicht anfangen. Daraus ergeben sich dann die Alternativen in der Zeit als die einfachste Darstellung dieser Logik, als die einfachste Schematisierung der empirischen Wirklichkeit. Also einfache, n-fache Alternativen, die sich in der Zeit kontinuierlich ändern. Das ist die ganze Basis. Und alles andere muss daraus hergeleitet werden, systematisch hergeleitet werden. Im Allermindesten muss alles daraus aufgebaut werden. Von vielen Dingen kann man aber sogar zeigen, dass sie sich sogar nur in dieser Weise konstruieren lassen. Und man kann also zwei Arten der Konstruktion, also zwei sozusagen Ebenen der Stringenz unterscheiden. Erst einmal, dass man alles systematisch aus Alternativen aufbaut und aus Alternativen konstruiert. Und da könnten natürlich unterschiedliche Konstruktionen möglich sein. Und zweitens, das ist bei den meisten Strukturen sogar der Fall, dass man zeigt, dass es nur sich so konstruieren lässt, dass es sich sozusagen von alleine ergibt, dass gerade diese Strukturen sich daraus nur konstruieren lassen. Und das ist bei den meisten Dingen der Fall. Im anderen Fall ist es dann so eine Art abstrakte Form eines Korrespondenzprinzips. Das habe ich auch in meiner Arbeit erläutert. So, diese Alternativen spaltet man dann auf in Uralternativen, in binäre Alternativen. Das ist eigentlich gar kein wirklich großartiges zusätzliches Postulat, sondern einfach nur die logische Tatsache, wie man es ja beim Computer auch macht, dass man jede Information, jede Alternative aufspalten kann in binäre Entscheidungen. Das ist eine rein logische Möglichkeit. So kommt man, dann bildet man eben das Tensorprodukt dieser Uralternativen. So kommt man zu einem Tensorraum der Uralternativen, also zu einem bestimmten Hilbertraum. So, und jetzt kommt eben ein entscheidender Gedanke, der eigentlich naheliegend ist, den natürlich auch Weizsäcker natürlich wusste, dass man da entweder, da die Uralternativen natürlich ununterscheidbar voneinander sein müssen. Sie müssen deshalb ununterscheidbar voneinander sein, denn wenn man sie voneinander unterscheiden könnte, dann wäre das ja wieder irgendeine Art Kennzeichen, irgendein Merkmal, das könnte man wieder in Informationen auflösen, also wieder in Uralternativen auflösen. Also die Uralternativen müssen als schlechthin elementare Quantenobjekte natürlich ununterscheidbar voneinander sein. Das heißt, nur die Anzahl der Uralternativen in den jeweiligen Besetzungszuständen, die Besetzungszahlen in den jeweiligen Zuständen sozusagen kennzeichnen einen Zustand. Und da gibt es natürlich zwei Arten von Symmetrien, wie bei der Elementarteilchenphysik auch. Entweder symmetrische unter Permutation symmetrische Zustände oder unter Permutation antisymmetrische Zustände. Was mir bisher nicht klar war, dass diese Unterscheidung und diese Aufspaltung bereits zusammenhängt mit der Aufspaltung in die räumliche Wirklichkeit und die inneren Quantenzahlen. Denn die symmetrischen Zustände können beliebig viele Uralternativen enthalten, und das im Prinzip 10 hoch 40 oder noch mehr, natürlich genau wie bei Bosonen, beim bosonischen Zustand, bei bosonischen Mehrteilchenzuständen auch, im Laser zum Beispiel. Und da kann man so beliebig viele Uralternativen, wenn man diese Räume entsprechend darstellt, dann kann man sozusagen erkennen, warum der Raum so unendlich, scheinbar unendlich viele Freiheitsgrade enthält. Und die antisymmetrischen Zustände, da können ja nur maximal aufgrund des Paulischen Ausschließungsprinzips maximal 4 Uralternativen drin enthalten sein. Das erklärt also, warum diese zusätzlichen, behaupte ich, ich werde das alles noch viel genauer erklären im weiteren Verlauf, diese zusätzlichen Freiheitsgrade eben so niedrigdimensional sind, was die niedrigdimensionalen SON-Symmetrien im Standardmodell aus meiner Sicht erklärt. Hier ist also sozusagen die Aufspaltung in innere Quantenzahlen und die äußere räumliche Symmetrie bzw. raumzeitige Symmetrie, wenn man entsprechenderweise die Zeit dann damit verknüpft. Ich werde zeigen, dass man diese Zustände in einen dreidimensionalen Ortsraum abbilden kann. Das geht im Wesentlichen mit der Mathematik des harmonischen Oszillators, also mit einer sehr einfachen Mathematik, die man im Prinzip schon in der gewöhnlichen Quantenmechanik kennt. Und wenn man diese beiden Teilräume, also der Tensorraum der symmetrischen und der Tensorraum der antisymmetrischen Zustände,
diese beiden Teilräume bilden sozusagen den gesamten Zustandsraum eines Elementarteilchens, der dann aus der räumlichen Anteil besteht und aus dem Anteil der inneren Quantenzahl. Und ich behaupte, der Spin ist so etwas wie die relative Ausrichtung all der Uralternativen des antisymmetrischen Teilraums zum symmetrischen Teilraum, während die inneren Quantenzahlen, wie beispielsweise ISO-Spin und der Fachfreiheitsgrad, relative Ausrichtung dieser Uralternativen zueinander beschreiben. Das ist meine Behauptung. Und man kann dann in diesem abstrakten Raum, also es bezieht sich immer alles auf diesen quantenlogischen Raum, abstrakte, indem man, darüber vollzieht sich auch schon diese Abbildung, abstrakte Impuls- und Ortsoperatoren auszeichnen, die die Heisenberg-Algebra formulieren, mit Hilfe dieser Operatoren eine Translationssymmetrie auszeichnen, die man dann noch von den, indem man macht die Impulsoperatoren noch von den Ortsoperatoren abhängig und bekommt dann eine, sozusagen das, was man in den gewöhnlichen Eichtheorien als die Forderung der Invarianz unter lokalen Transformationen hat, hier eben ein entsprechendes Analogon, weil diese Zustände unter sozusagen Transformationen mit den Impulsoperatoren, also unter Translationen sozusagen invariant sind, aber nicht, wenn man diese Translation ihrerseits von den abstrakten Ortsoperatoren abhängig macht. Dadurch müssen dann zusätzliche Zustände eingefügt werden. Das, behaupte ich, liefert eine Translations-Eichtheorie der Gravitation in diesem abstrakten quantenlogischen Rahmen in ziemlich natürlicher Weise, also auf dieser Seite. Auf der anderen Seite ist die Forderung sozusagen der Transformationsgeneratoren dieser inneren sozusagen Symmetrien, der SON-Generatoren, wenn man die abhängig auch abhängig macht von den abstrakten Ortsoperatoren, dann bekommt man sozusagen eine Formulierung der Young-Mills-Eichtheorie, wo man auch zusätzliche Terme einführen muss. Das liefert dann also dann Produkte, die man um diese Symmetrie zu gewährleisten, diese abstrakten Zustände. Jetzt kann man natürlich diese Tensorraumzustände, die symmetrische oder antisymmetrische Zustände besitzen, oder solche Zustände sich daraus konstituieren, weiterhin wieder Produkte aus solchen symmetrischen oder antisymmetrischen Produkte solcher Zustände bilden, bekommt dann einen Hilbertraum vieler Teilchen sozusagen. Und diese Vielteilchenzustände müssen aber dann in bestimmter Weise miteinander verschränkt sein, weil im Allgemeinen ja die einzelnen Zustände nicht voneinander trennbar sind, sondern man im Sinne sozusagen der gewöhnlichen Quantenmechanik bei der Kombination verschiedener Hilbertraume die Zahl oder die Zustände, die sozusagen in denen die Einzelobjekte in für sich selbst wohl definierten Zuständen sind, eine Menge vom Maß 0 sind. Im Allgemeinen wird man also einen Zustand haben, in dem der Zustand des einen Objekts von den anderen Objekten abhängig ist. Also ich behaupte, diese diese sozusagen Beziehungen, die zwischen den Zuständen durch diese Symmetrien gefordert sind in den entsprechenden Gleichungen, führen dann zu einer bestimmten Art von abstrakten Verschränkungen solcher Mehrteilchenzustände, die ihrerseits jeweils aus vielen Uralternativen aufgebaut sind. Also ich werde das alles sehr viel genauer noch erläutern. Das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung, wie ich das dann im Einzelnen ins Detail gehe. Und ich behaupte, das liefert, wie gesagt, auf der einen Seite die Gravitation, auf der anderen Seite die SON-Wechselwirkung. Und dieses Gesamte ist dann eingebunden, diese einzelnen Zustände dieser verschiedenen Objekte sind eingebunden in einen gesamten holistischen Gesamtzusammenhang aus quantenlogischen Verschränkungen. Und damit wären dann sozusagen sowohl die inneren Symmetrien mit den daraus hervorgehenden SON-Wechselwirkungen als auch die äußeren Symmetrien mit der Gravitation in einem einheitlichen quantenlogischen Rahmen vereinheitlicht. Und das Entscheidende ist eben, dass hier an diesem Punkte bereits diese Aufspaltung geschieht. Das heißt, die Aufspaltung in diese inneren Symmetrien und die raumzeitliche Wirklichkeit und damit die Aufspaltung in die SON-Wechselwirkung, die sich auf die inneren Symmetrien beziehen, und die Gravitation, die sich als Eichtheorie der äußeren Symmetrien erweist. Diese Aufspaltung geschieht eben an dieser Stelle, dass man hier zwei unterschiedliche Arten von Symmetrien betrachten kann. So, das nur als ein grober Zusammenhang, wie insgesamt die Argumentation aufgebaut werden soll, dass man ungefähr weiß, worauf es hinauslaufen soll. Und ich werde jetzt im Einzelnen die einzelnen Schritte genauer mathematisch darlegen und zeigen. So, zunächst einmal als Beginn, das ist natürlich die Basis von allem, muss erstmal genau definiert werden, wie eigentlich Carl Friedrich von Weizsäcker diese quantenlogische Interpretation der abstrakten Quantentheorie fasst. Und das ist hier bei mir ein bisschen anders. Ich habe hier also die einzelnen Grundpostulate, auf denen das basiert, auf denen die ganze Theorie basiert, hier so zusammengefasst, wie ich das als zweckmäßig empfinde. In diesem Zusammenhang, das ist bei Carl Friedrich von Weizsäcker sehr viel ausführlicher gemacht, wer das also nachlesen möchte, wie er das selbst begründet hat. Er hat also große Teile seines
Aufbaus der Physik handeln sozusagen diese Fragestellung. Also würde sich empfehlen für diejenigen, die daran genauer interessiert sind, das also mal bei Karl Friedrich von Weizsäcker selbst nachzulesen. Ich habe es jetzt hier in sehr kompakter und sehr kondensierter und sehr vereinfachter Weise sogar dargestellt, wie ich es am sinnvollsten halte. Und zunächst einmal muss das Ganze basiert ja auf den Alternativen, muss eine n-fache Alternative definiert werden. Eine n-fache, empirisch entscheidbare Alternative, an, ist ein Aussagenverband, innerhalb dessen jede der n-Aussagen ein mögliches Ereignis in der Wirklichkeit als wahr charakterisiert. Wobei, wenn sozusagen ein Element sich als wahr herausstellt, alle anderen falsch sind. Also es kann zwar Zwischenzustände geben, in denen nicht definiert ist, welches wahr ist, aber wenn eines wahr ist, dann sind die anderen falsch. Das ist sozusagen, es wurde ja bereits gesagt, dass das also unabhängig vom Inhalt der Aussage ist. Es ist also nur die abstrakte Form, in der man überhaupt einen Zugang zur empirischen Wirklichkeit bekommen kann, unabhängig davon, was das für eine Art von Wirklichkeit ist. Und daraus soll sich aber dann umgekehrt aus dieser Grundbedingung, wie wir einen empirischen Zugang zur Welt, einen objektivierenden Zugang zur Welt bekommen, daraus soll sich dann sollen sich nachträglich die Inhalte, die Strukturen der theoretischen Physik ergeben. Das ist jedenfalls zunächst die Basis. So, also das heißt, das erste Postulat, dass man überhaupt die Wirklichkeit durch solche Alternativen, durch solche einfachen, n-fachen Alternativen, also n-Möglichkeiten, dass man so die Wirklichkeit objektivieren kann. Dass das also das fundamentalste Schema eines Zugangs zur Wirklichkeit ist, was naheliegend ist, da man jede empirische Alternative irgendwie aufspalten kann. Also entweder A, B oder C ist wahr, wenn dann das noch Untermöglichkeiten hat, dann muss man A, B und C wieder aufspalten in weitere Alternativen. Also das dürfte unmittelbar einleuchtend sein, dass man mit so etwas beginnt. Eine dieser Aussagen ist wahr und alle anderen sind falsch. Oder es gibt einen Zwischenwert, wo man eben nicht ganz sicher ist. Und das ist genau das zweite Postulat, das Postulat der Quantenlogik. Es ist also nicht zwangsläufig determiniert, ob eine dieser Aussagen wahr ist und die anderen falsch, sondern es kann Zwischenzustände geben, in dem also das Tertium non datur ist sozusagen verletzt, dass entweder A oder nicht A gilt, sondern es kann eben auch Zwischenzustände geben. Das ist also dann, das definiert eine quantenlogische Struktur. Man muss also diesen einzelnen Alternativen reelle Wahrheitswerte zumessen und dann natürlich die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass eines dieser Ereignisse eintritt, 1 sein muss sozusagen. Das muss also die Summe dieser einzelnen Werte 1 betragen. Jetzt kann man auch noch ein inneres Produkt auszeichnen, definieren zwischen einzelnen möglichen solcher Wahrheitswertverteilungen und in dieser Weise, dann hat man sogar eine Vektorraumstruktur und dann eine Hilbertraumstruktur, die sich allerdings jetzt, wie gesagt, auf einen reinen, abstrakten, quantenlogischen Rahmen bezieht. Also da sind nicht in irgendeiner Weise Annahmen über eine existierende physikalische Wirklichkeit da, sondern das ist nur eine quantenlogische Struktur, die jetzt noch weiter sozusagen ausformuliert wird. Dann ein sehr naheliegendes Postulat, der Finitismus, dass also die Zahl der Möglichkeiten endlich ist. Man könnte auch abzählbar unendlich machen, aber zunächst einmal sollte man doch davon ausgehen, dass es, wenn man irgendeine Entscheidungsmöglichkeit, dass es nur endlich viele Möglichkeiten gibt. Dann das Postulat D, das ist eine ganz entscheidende Sache, die näherungsweise Trennbarkeit der Alternativen. Dass also eine Alternative unabhängig davon entschieden werden kann, wie die Entscheidung anderer Alternativen ausgehen werden. Also dass eine Alternative für sich separat, unabhängig vom Ausgang anderer Alternativen entschieden werden kann, das ist nur eine Näherung, das ist sozusagen die Ausgangsbasis, dass man überhaupt eine solche Alternative einmal definieren kann. Das ist in Wirklichkeit, das hat ja genau mit diesem holistischen Charakter der Quantentheorie zu tun, von dem den Karl Friedrich von Weizsäcker zum Beispiel in seinem Aufsatz Parmenides und die Quantentheorie, der unter anderem die Einheit der Natur abgedruckt ist, sehr ausführlich behandelt hat. Auch Thomas Görnitz hat darüber viel gesagt, oder Hans-Peter Dürr in diesem Einleitungsvideo, dass man genau genommen eigentlich überhaupt nicht irgendein Objekt vom Rest der Welt separiert betrachten kann, sondern dass es eine Gesamtbeziehungsstruktur ist. Aber um irgendeinen näherungsweisen Zugang überhaupt, um eine empirische Beobachtungssituation möglich zu machen, muss man zunächst einmal diese Näherung voraussetzen. Die ist also eine Bedingung einer Untersuchung. Man muss aber dann, um dann die Gesamtheit zu betrachten, letztendlich zu einer Beziehungsstruktur übergehen, in dem sozusagen die Alternativen miteinander verschränkt sind. Und
daraus muss auch irgendwie der Wechselwirkungsbegriff konstituiert werden. Denn die Wechselwirkung ist sozusagen der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man ein Objekt näherungsweise separiert betrachten kann. In Wirklichkeit ist es mit anderen Objekten verschränkt und das muss etwas mit der Art, wie man Wechselwirkung, überhaupt die Existenz von Wechselwirkung begründet, zu tun haben. Also zunächst einmal muss man dieses Postulat annehmen, um überhaupt ansetzen zu können. Man muss diese Näherung dann später korrigieren. Dann das nächste Postulat ist die Symmetrie. Das heißt, dass die einzelnen Alternativen untereinander völlig gleichberechtigt sind, dass kein Element vor einem anderen ausgezeichnet ist. Also wenn man das Analogon in einer Feldtheorie wäre, sozusagen die Homogenität und Isotropie des Raumes. Hier ist das, wie gesagt, nur ein rein logisches Postulat, dass also die einzelnen Alternativen nicht irgendwie oder einzelne Möglichkeiten nicht voneinander auszuzeichnen sind, a priori, und dass man deshalb im Prinzip eine Permutationssymmetrie hat, also beliebige Permutationen vornehmen kann, eine andere Anordnung. Das führt dann, wenn man ein inneres Produkt auszeichnet, zu so etwas wie einer SON-Symmetrie. Dann ein weiteres Postulat, dass es eine kontinuierliche Zeitentwicklung gibt, dass also diese Alternativen, diese Zustände, diese Wahrscheinlichkeitszustände sich kontinuierlich mit der Zeit ändern und die Zeitentwicklung also sozusagen einem Automorphismus dieses Zustands durch diese Alternative aufgespannten Vektorraums oder Hilbertraums entspricht. So, und das letzte Postulat ist wiederum ein sehr naheliegendes, dass man also im Prinzip solche Uralternativen logisch in binäre Alternativen zerlegen kann. Das ist eine reine Frage der logischen Art der Darstellung. Eigentlich ist das gar kein wirkliches Postulat, das ist eigentlich beinahe logisch gesehen trivial, aber von Weizsäcker hält es offenbar für angebracht, dass man das als eine spezielle Annahme noch auszeichnet. Also man kann also jede Alternative in ein Tensorprodukt binärer Alternativen aufspalten. Das ist natürlich logisch ganz einfach möglich, wie es ja auch im Computer gemacht wird. Also es ist einfach die Frage, dass man etwas binär entscheiden kann. Das ist also im Prinzip, das sind die Grundpostulate, auf denen alles basiert. Und dass dieses Schema, so ein solches logisches Schema, das Wichtige dieser Alternativen beziehen sich irgendwie auf die Wirklichkeit. Das heißt, das ist ein Schema, wie wir einen objektivierenden Zugang zur Wirklichkeit bekommen. Und dieses Schema basiert aber nur auf quantenlogischen Annahmen. Und alles andere, was dann konkret, speziell in dieser Wirklichkeit auftaucht, ergibt sich bereits aus diesem abstrakten Schema. Das ist die ganze Basis, auf der alles weitere aufsetzt. So, nun muss man sich also diese binären Alternativen näher betrachten und sich diese Struktur eines solchen Tensorraumes vieler Uralternativen, vieler solcher quantenlogischer Zustände betrachten. Hier ist jetzt wichtig, dass ich zunächst von reellen Wahrheitswerten ausgegangen bin und jetzt komplexe Werte voraussetze. Das ist ein Schritt, den ich jetzt hier übergangen habe, der ist in meiner Arbeit durchgeführt. Das hat aber etwas zu tun, wenn man eine kontinuierliche Zeitentwicklung fordert, die ja dann mit der Zeit von einem Parameter abhängt, muss man im Grunde genommen diese Zeitentwicklung als eine n-dimensionale oder n-halbe dimensionale Darstellung einer einparametrigen Untergruppe der Gesamtsymmetriegruppe betrachten. Also praktisch ist das dann eine U1-Gruppe. Und das ergibt dann diese komplexen Wahrheitswerte. Das kann man also auch noch weiter begründen. Das habe ich jetzt hier nicht getan, weil ich, wie gesagt, nur die Grundgedanken schildern möchte. Man geht also jetzt davon aus, dass also eine binäre Alternative zugrunde liegt und der komplexe Wahrheitswerte zuordnet. Das liefert dann einfach einen zweidimensionalen Spinor zunächst. Das ist also quasi eine quantisierte binäre Alternative sozusagen. Dann die Ununterscheidbarkeit der Uralternativen habe ich eingangs bereits erwähnt. Das ergibt sich von selbst, da es die elementarsten Bausteine sind, die elementarsten Objekte sind, mit denen man irgendetwas kennzeichnen kann. In der Wirklichkeit können sie selbst nicht noch einmal voneinander unterschieden werden, weil man dazu wieder das durch Uralternativen kennzeichnen müsste. Dann hätte man es ja wieder in Uralternativen aufgelöst. Daraus ergibt sich sozusagen die Permutationssymmetrie und die beiden Möglichkeiten, wie man sozusagen die beiden Teilräume und die beiden Symmetrie oder die beiden Formen von Symmetrien, denen die Zustände gehorchen können, wie bei der Elementarteilchenphysik, nur jetzt hier eben auf einer noch fundamentaleren, rein quantenlogischen Ebene. Das ist also eine viel fundamentalere Wirklichkeitsebene, aber die Mathematik ist sozusagen analog. Also entweder symmetrische Zustände, bei denen sozusagen bei Vertauschung zweier Uralternativen sich das Vorzeichen nicht umkehrt und einmal, bei dem es sich umkehrt, damit hat man also einen Hilbertraum der symmetrischen Zustände und einen Hilbertraum der antisymmetrischen Zustände, sodass sich der Gesamthilbertraum in diese beiden
möglichen Zustände aufspaltet. Das ist also eine sehr einfache Überlegung und das ist eine Überlegung, die sich eigentlich von alleine ergibt. Da sind also nicht irgendwelche Annahmen drin, das ist einfach nur einmal, das sind die beiden fundamentalen Möglichkeiten, die man an möglichen Zuständen, die man aus solchen Uralternativen konstruieren kann. Man hat also die einfachsten überhaupt möglichen Objekte, die in einer quantentheoretischen Beschreibungsweise möglich sind, die nur auf bestimmten logischen Grundannahmen basieren und daraus ergibt sich diese Aufspaltung jetzt schon in natürlicher Weise. Also das ist hier an diesem, das ist also die zentrale Stelle, an der sich aus meiner Sicht bereits die Aufspaltung, wie gesagt, in die Quantenzahlen und die räumliche Wirklichkeit gibt und damit auch die Frage beantwortet, warum gibt es Gravitation einerseits und warum gibt es die Young-Mills-Eichtheorie des Standardmodells andererseits. Das passiert bereits an dieser Stelle. Das weiter herzuleiten, muss natürlich jetzt weiter vollzogen werden. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie man jetzt diese Tensorräume genau darstellt und wie man die mathematisch beschreibt. Und das geschieht natürlich dadurch, wie man diese beiden Arten von Tensorräumen, symmetrische und antisymmetrische, wie man die am besten darstellt. Natürlich kann man das dadurch machen, dass man die Spinoren, die Uralternativen beschreiben, quantisiert. In der Form, wie man Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, also Vertauschungsrelationen von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren fordert, entweder Vertauschungsrelationen oder Antivertauschungsrelationen. Damit wird sozusagen eine solche Uralternative gewissermaßen zu einem Operator mit vier unterschiedlichen Operatoren, die unabhängig voneinander sind, die also quasi nur mit dem entsprechenden Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren erfüllen diese Vertauschungsrelationen, alle anderen aber untereinander sozusagen kommutieren sie sozusagen. Und man kann eben dann einen beliebigen Tensorraumzustand eben aufgrund der Ununterscheidbarkeit durch die Anzahl der Uralternativen in den Basiszuständen kennzeichnen. Das ist also natürlich mathematisch im Prinzip sehr einfach zu verstehen. Das Entscheidende ist eben, das ist nicht in irgendeiner physikalischen Realität, sondern das ist ein rein abstraktes quantenlogisches Konzept an dieser Stelle noch. Soweit ist es noch quantenlogisch, das heißt, dass daraus sich die Wirklichkeit dann herausschält, dass sich sozusagen die Wirklichkeit der physikalischen Strukturen herauskristallisieren, das ergibt sich eben dann später noch. Hier gelten also die ganz normalen, wie man das bei Teilchen auch hat, ganz normalen Operationen der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren in Bezug auf die vier Besetzungszahlen. Man hat also vier unabhängige sozusagen Freiheitsgrade, in denen jeweils ein Paar an Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren wirkt. Und das sind die Basiszustände und ein beliebiger Zustand im Tensorraum der Uralternativen ist natürlich durch eine Superposition, durch eine Linearkombination solcher Zustände gegeben. Und ja, das ist ein Zustand Psi, das ist also ein allgemeiner Zustand im Tensorraum, eben gesagt durch eine Überlagerung der Basiszustände mit entsprechenden Koeffizienten entsteht. Das dürfte soweit auch nachvollziehbar und verständlich sein. So, nun wird es wirklich interessant, denn jetzt bewegt man sich allmählich in die Richtung der Fragestellung, wie man sozusagen jetzt in die Nähe der Strukturen der konkreten Wirklichkeit, physikalischen Wirklichkeit kommt. Jetzt kann man sich zunächst einmal den Hilbertraum der symmetrischen, also den Teilraum der symmetrischen Zustände betrachten, die also jetzt hier mit S, mit dem Index S, gekennzeichnet sind, das sind also die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im symmetrischen Anteil. Und hier verändere ich jetzt zunächst einmal die Darstellung. Also ich führe Linearkombinationen dieser Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im symmetrischen Hilbertraum ein, weil ich diese Darstellung für zweckmäßig erhalte, weil hier ein Paar an Zuständen, das ich hier mit, also ich bezeichne das schon mit x, y, z und n, weil das dann später sich daraus herauskristallisiert, die Struktur des physikalischen Raumes, die Darstellungsmöglichkeit in einem dreidimensionalen reellen Raum. Das ist aber an dieser Stelle noch keine Annahme, das ist bisher nur eine Bezeichnung, das sind also weiterhin einfach Konstruktionen aus diesen abstrakten Operatoren wie in dem quantenlogischen Raum. Da ist also noch nicht irgendeine zusätzliche, nicht irgendeine Annahme drin, sondern es ist einfach nur eine reine Benennung, weil das dann sozusagen vorausschauend dann darauf hinauslaufen wird. Man merkt also, wenn man also eine Drehung einer Uralternative vornimmt, dann ändert das diese drei Operatoren im Verhältnis zueinander. Diese Operatoren werden aber dadurch nicht beeinflusst. Das heißt, die sind bezüglich dessen symmetrisch, weil sie einfach eine Addition dessen liefern. Und es ist an dieser Stelle auch noch
dann wichtig, dass ich das auch deshalb tue, weil das hier nah mit der Gesamt, ziemlich diese AN, dieser N-Freiheitsgrad ist ziemlich nah verknüpft mit dem, das was jetzt hier, auch hier unten auch schon steht, mit der Gesamtinformationsmenge in diesem Tensorraum. Denn man hat ja im Prinzip vier Teilräume, also im Grunde vier sozusagen unabhängige Freiheitsgrade, wenn man so will, an Besetzungszahlen. Und jetzt ist es natürlich naheliegend zu glauben, dass sozusagen, wenn das also vier Dimensionen sind, dass das irgendwas dann auf eine 3 plus 1 dimensionale Raumzeit hinauslaufen könnte. Aber wie ich auch im ersten Teil des Vortrags schon erläutert habe, die vierte Dimension kann nichts mit der Zeit zu tun haben. Sondern das liegt einfach daran, dass sobald eine Dynamik ausgezeichnet ist, sozusagen der zu einem Zeitpunkt der Zustand alle anderen Zustände determiniert, also dass keine zusätzliche Information enthalten kann. Wenn also die Zeitentwicklung eigene Informationen enthalten würde, dann wäre sie ja gar nicht determiniert, dann könnte sie also irgendwie aussehen. Wenn also eine determinierte Zeitentwicklung da sein muss, kann der Zeit, dem Zeitfreiheitsgrad nicht eigenständige Informationen entsprechen. Das heißt, der vierte Freiheitsgrad muss als die Gesamtinformationsmenge gedeutet werden, die nicht irgendeiner Ausrichtung in diesem Raum, in diesem Tensorraum, der Tensorraum zu tun hat und deshalb sozusagen auch nichts mit einem Anschließen mit irgendwelchen Koordinaten. So, die erfüllen natürlich die gleichen Vertauschungsrelationen wie die anderen, das kann man natürlich leicht sich ausrechnen. Man kann jetzt hier einen Tensorraumzustand, also einfach nur ein Wechsel der Basis und ein Wechsel der Darstellung. Was anderes ist überhaupt nicht geschehen, nur so, dass es eben dann auf die entsprechenden Dinge herausläuft. Jetzt kann ich natürlich einfach diese folgenden weiteren Operatoren definieren. Ich kann die Operatoren x, y und z und px, py und pz als Linearkombinationen dieser ax, ax-Dagger, ay, ay-Dagger, az, az-Dagger Operatoren definieren. Das ist möglich. Ich kann also diese Operatoren in dem Tensorraum auszeichnen. Das sind nicht Operatoren, die in irgendeiner Weise eine raumzeitliche Wirklichkeit voraussetzen, sondern ich nenne sie nur so. Und sie sind quantenlogische Operatoren. Diese Operatoren wirken in dem quantenlogischen Raum. Das ist auch wirklich ganz wichtig. In allem, was ich weiter konstruieren werde, alles, was ich weiter aufbauen werde, bezieht sich immer auf diesen abstrakten quantenlogischen Raum der Uralternativen. Auf reine abstrakte Quantenlogik. Das ist ganz entscheidend, denn sonst versteht man diese ganze Sache nicht und sonst ergibt das auch überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, der Sinn der ganzen Sache ist diese abstrakte quantenlogische Begriffsbasis und dass man daraus die Mathematik konstruiert und dass sich das alles darauf bezieht. So, diese Operatoren erfüllen aber nun Vertauschungsrelationen, die der Heisenberg-Algebra entsprechen. Sie sind Operatoren, die aus quantenlogischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren aufgebaut sind. Sie verhalten sich aber jetzt wie Orts- und Impulsoperatoren. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, nehme ich die Identifikation vor und sage, das sind nun Orts- und Impulsoperatoren, das ist diesejenige Struktur in dem abstrakten quantenlogischen Raum, die unsere raumzeitliche Wirklichkeit konstituiert. Das ist jetzt einfach eine Behauptung, und das ist aber natürlich eine Sache, die möglich ist, das heißt, an irgendeiner Stelle, wenn man also davon ausgeht, dass diese quantenlogische Wirklichkeit wirklich die eigentliche Realität ist, und man bekommt dann eine Struktur, die unmittelbar mit unserer räumlichen Wirklichkeit isomorph, zu unserer räumlichen Wirklichkeit isomorph ist, dann liegt natürlich die Annahme auf der Hand, das heißt, sie ist nahezu unumgänglich, dass das auch wirklich die räumliche Wirklichkeit ist und dass die Möglichkeit der Darstellung aller physikalischen Prozesse in einem dreidimensionalen Raum eben mit dieser abstrakten, dahinterliegenden quantenlogischen Struktur zu tun hat. So, der vierte Freiheitsgrad, wie gesagt, wenn man sagt, dass die Gesamtinformationsmenge gleich bleiben soll, dann ist bei fester Besetzungszahl in diesen drei anderen Räumen, in dem x, ax, y und az Teilraum, oder in dem diese Operatoren wirken, automatisch auch dieser vierte Freiheitsgrad definiert. Das heißt, man kann also sagen, die vier Freiheitsgrade sind einmal diese drei Freiheitsgrade und die Gesamtinformationsmenge. Das ist jetzt meine Behauptung. So, also wie gesagt, die Zeit kann darin, die muss als ein Automorphismus des Zustandsraums auftreten. Die muss etwas anderes sein. So. Das ist jetzt zunächst einmal die quantenlogische Struktur, auf der dann die Abbildung in einen dreidimensionalen reellen Raum basiert. So, jetzt kann man diese Operatoren, die diese Algebra erfüllen von Ordnungsimpulsoperatoren, natürlich genau wie beim harmonischen Oszillator auch, entsprechend beim quantenmechanischen harmonischen Oszillator eben sozusagen durch
Koordinaten in einem dreidimensionalen Raum und entsprechende Ableitungsoperatoren darstellen. Das heißt, diese Struktur ist eine quantenlogische Struktur, die ist aber, diese algebraische Struktur ist auch darstellbar durch entsprechende Operatoren, die sich auf einen dreidimensionalen reellen Raum beziehen. Und dementsprechend kann man, wie beim harmonischen Oszillator, die Besetzungszahlzustände nx, ny und nz als Wellenfunktionen in einem dreidimensionalen, jeweils in einem reellen Raum darstellen. Wenn man alle drei Dimensionen hat, hat man einen dreidimensionalen reellen Raum. Und damit kann man eine Identifikation eines solchen abstrakten quantenlogischen Zustandes mit einer Wellenfunktion oder einem Zustand in einem dreidimensionalen reellen Raum vornehmen. Hier findet also eine mögliche Abbildung, eine Isomorphie möglich. Und dazu muss natürlich noch die Gesamtinformationsmenge steckt dann da sozusagen zusätzlich noch drin. Das kann man jetzt als eine Funktion f bezeichnen und kann dementsprechend einen allgemeinen Zustand im symmetrischen Teilraum abbilden auf eine Wellenfunktion, indem man die Basiszustände entsprechend abbildet. Und hat damit eine Wellenfunktion in einem dreidimensionalen Raum als Darstellungsmöglichkeit. Das, was dahinter steht, ist natürlich diese abstrakte quantenlogische Wirklichkeit. Aber es ist doch nun wirklich mehr als nur erstaunlich, dass die einfachsten quantenlogisch überhaupt denkbaren Objekte, die fundamentalsten Objekte, die überhaupt denkbar sind, dass diese, wenn man diese einen Zustandsraum begründen, der direkt isomorph ist zu unserem wirklichen, reellen, dreidimensionalen Raum. Das ist doch derart suggestiv, dass ich überhaupt nicht daran zweifeln kann, dass hier ein Zusammenhang bestehen muss. Scheint mir also nahezu evident zu sein, dass man das von alleine, ohne irgendwelche weiteren Annahmen, man kann einen solchen Raum einfach nur durch eine Kombination von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren zeigen, dass die Zustände direkt isomorph sind zur Wellenfunktion in unserem dreidimensionalen Raum. Und was damit natürlich auch erklärt ist, ist eben genau das EPR-Paradoxon, wovon ich im ersten Teil des Vortrages geredet habe. Denn die eigentliche Wirklichkeit, die hier zugrunde liegt, ist ja eine quantenlogische Wirklichkeit. Das sind ja diskrete logische Einheiten, die gar nicht im Raum sind. Das sind keine räumlichen Einheiten. Sie lassen sich bloß in einer bestimmten Weise darstellen. Und das ist doch genau exakt das, was wir in der empirischen Wirklichkeit beobachten. Ganz genau das, was wir beobachten. Wir beobachten Objekte, die sich in einem dreidimensionalen Raum alle vorfinden. Das ist eine ganz offensichtliche empirische Tatsache, mit der wir jeden Tag konfrontiert werden. Aber wir sehen, wenn wir tiefer in die fundamentalen Objekte eindringen, dann sehen wir, dass die sich plötzlich in einer Weise verhalten, die überhaupt nichts mehr mit den kausalen Strukturen dieses Raumes zu tun haben. Dies wird exakt hierdurch erklärt. Wir haben nämlich eine quantenlogische Wirklichkeit, die eigentliche Wirklichkeit ist, und die lässt sich in einer indirekten Weise in einem dreidimensionalen Raum darstellen. Wir haben also eine Darstellungsmöglichkeit durch Wellenfunktionen einer Wirklichkeit, die eigentlich an diese kontinuierlichen räumlichen Strukturen, Kausalstrukturen überhaupt nicht gebunden ist. Das wird eindeutig und mit ganz wenigen Annahmen, in denkbar sparsamer Weise und in ganz mathematisch durchsichtiger und einsichtiger Weise hierdurch erklärt. Und das ist die einzige Theorie, die dieses erklären kann. Keine andere existierende Theorie kann das in dieser begrifflich eindeutigen, durchsichtigen und einfachen Weise, also mit sehr wenigen Annahmen erklären. Keine kann es überhaupt erklären und schon gar nicht in dieser einfach durchsichtigen, möglichen Weise. Aber man muss eben diesen Abstraktionsschritt machen, dass die eigentliche Wirklichkeit keine geometrische Wirklichkeit ist mit topologischen Verhältnissen, sondern zunächst durch reine logische Beziehungsstrukturen ausgezeichnete Wirklichkeit ist. Dann spaltet man das in die einfachsten Einheiten auf und erhält dann diese Darstellungsmöglichkeit ganz von alleine, ohne zusätzliche Annahmen. Das fließt heraus. Die Dreidimensionalität des Raumes fließt nur aus diesen symmetrischen Zuständen vieler Uralternativen heraus. So, und das ist in der Tat jetzt aber eine sozusagen Konstruktion, die in dieser Weise Carl Friedrich von Weizsäcker nicht vollzogen hat. Er hat die Impulsoperatoren als bilineare Ausdrücke, genauso wie die Drehimpulsoperatoren, konstruiert, als bilineare Ausdrücke in den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, und das macht eine solche Abbildung unmöglich. Das heißt, wenn man sie linear, da bin ich erst verhältnismäßig spät drauf gekommen, dass eine Abbildung dann ganz einfach möglich wird, wenn man sie einfach linear in den Bild, also die Drehimpulsoperatoren kann man natürlich entsprechend aus den Orts- und Impulsoperatoren konstruieren. Er hat ursprünglich des Weiteren den Zustandsraum einer einzigen Uralternative als die gesamte
eine, sozusagen mit der gesamten Topologie des Kosmos identifiziert, der also eine S3 aufweisen sollte. Ich glaube auch nicht, dass das in dieser Weise geht. Ich glaube, dass man nur einen solchen Tensorraum vieler Uralternativen überzeugend in den dreidimensionalen Raum abbilden kann. Aber die ganze Grundidee sozusagen, also die Grundidee, dass man das irgendetwas, dass sozusagen, man kann ja auch sehen, wenn man sozusagen eine Transformation mit der SU2-Gruppe im Raum der einzelnen Uralternativen vollzieht, dass das auch eine Drehung dann entsprechend dieser verschiedenen Komponenten ineinander zur Folge hat, dass also da ein Zusammenhang besteht. Sozusagen, das ist natürlich ganz klar die Idee, ganz klar auch das, was Karl Friedrich von Weizsäcker bereits erkannte. Das heißt, diese ganze Grundidee, dass sich die räumliche Wirklichkeit aus Quantenlogik herleiten lässt, dass man also Geometrie aus Logik begründen lässt, diesen gewaltigen begrifflichen Gedanken, diesen unglaublich tiefgründigen Gedanken, auf den man erst einmal kommen muss, das ist natürlich ganz alleine sozusagen das Verdienst Karl Friedrich von Weizsäckers, und ich liefere hier lediglich einen Beitrag zur mathematischen Darstellung dieser, wie ich finde, fundamentalen kopernikanischen Wende im Weltbild. Also nicht mehr, es gibt nicht mehr einen Raum, der irgendwie topologisch oder anderweitig ausgezeichnet ist, in dem sich Objekte befinden, sondern es gibt abstrakte, quantenlogisch definierte Objekte, und der Raum spannt sich daraus auf. Es ist also die fundamentalste begriffliche Wende, die jemals in unserem physikalischen Weltbild vollzogen wurde. Logik, Geometrie aus Logik zu begründen. Das ist der zentrale, große Gedanke Karl Friedrich von Weizsäckers. Das ist jetzt lediglich ein Beitrag zur mathematischen Ausführung dessen. So, wir haben also schon unglaublich viel aus diesem Fingerhut an Bestimmungen, eine unglaubliche Herleitung bereits vollzogen. Wir haben also verstanden, warum es den dreidimensionalen Raum gibt. Wir haben auch mathematisch exakt auch die Abbildung vollzogen. Und wir haben das EPR-Paradoxon endlich verstanden auf diese Art und Weise. Jetzt wird es aber noch interessanter. Jetzt kann man sich nämlich den antisymmetrischen Teilraum angucken, den Teilraum der antisymmetrischen Zustände, die natürlich nur jeweils maximal eine Besetzungszahl enthalten können. Also entweder 1 oder 0 aufgrund des Paulischen Ausschließungsprinzips, denn wenn man, sobald man also zwei Besetzungszahlen hat, wird natürlich der Gesamtzustand 0. Das ist also genau wie bei den Fermionen von der mathematischen Idee. Hier kann man das auch, eine Linearkombination bilden. Eben hier laufen die Besetzungszahlen nur von 0 bis 1. Und jetzt kann man durch einfache Überlegungen sich eben klar machen, dass es 16 mögliche Zustände gibt, also ganz unbesetzt, dann mit einer U-Alternative in den vier Besetzungszahlen, dann mit zwei, mit drei und dann vollkommen besetzte Zustände. Man hat also einen 16-dimensionalen zusätzlichen Vektorraum. Der andere ist also im Prinzip unendlich dimensional, der fasst sehr viele U-Alternativen, worin ich eben die Tatsache vermute, dass der Raum so scheinbar unendlich viele Freiheitsgrade hat. Hier sind also nur noch 16 Basiszustände. Die kann man jetzt darstellen in Form eines komplexen Vektors, eines achtdimensionalen komplexen Vektors, der entweder eine Symmetriegruppe SU16 oder eine Symmetriegruppe U8. Und damit hat man also schon mal gezeigt, warum es sozusagen einen zusätzlichen internen Raum, noch einen zusätzlichen Raum geben muss, der eigene Freiheitsgrade, der also nicht direkt, also eine andere Art von Raum ist, der aber trotzdem automatisch oder trotzdem von vornherein in der ganzen Beschreibung drin ist, weil die antisymmetrischen Zustände eben genauso gleichberechtigt sind zu den symmetrischen. Das heißt, man hat erklärt, warum es einmal einen Teil gibt, der in die Raumzeit abgebildet werden kann, und zusätzlich einen zweiten Raum, der die inneren Quantenzahlen enthält. Und diese Quantenzahlen, diese sozusagen Zustände, kann man jetzt ihrerseits nochmal in Teilräume aufspalten. Das wird sich zeigen, dass das schon sehr nah an das herankommt, was wir im Standardmodell der Elementarteilchenphysik haben. Noch nicht genau das muss man noch weiter klären, aber es kommt sehr nah an das heran, was man in der Elementarteilchenphysik tatsächlich hat, an zusätzlichen inneren Symmetrien. Nun, jetzt haben wir also einen allgemeinen Zustand im Tensorraum, einen allgemeinen quantenlogischen Zustand, ausgedrückt durch Uralternativen, der aus einem symmetrischen und aus einem antisymmetrischen Teilzustand besteht. Den antisymmetrischen Teilzustand kann man als einen achtdimensionalen Spinor darstellen, den nenne ich jetzt hier Chi 8. So, jetzt mache ich an einer Stelle etwas, was man nicht begründen kann. Ich zeichne in diesem symmetrischen Teil einen Energieoperator aus, den ich aus diesen drei quantenlogischen Zuständen quadriert auszeichne, sodass man eine Struktur bekommt, die also die Zeit in einer solchen Weise damit verbindet, dass es der speziellen Relativitätstheorie entspricht. Das ist
zwar möglich, das ist also weiterhin in einem rein quantenlogischen Begriffsrahmen, das ist also alles weiterhin aus quantenlogischen Einheiten aufgebaut, das ist nichts anderes, nicht irgendeine klassische Wirklichkeit vorausgesetzt. Trotzdem ist es jetzt in einer solchen Weise konstruiert, dass sich dann tatsächlich die Verbindung zwischen Raum und Zeit in einer solchen Weise ergibt, dass es mit der speziellen Relativitätstheorie in Übereinstimmung ist, mit der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man dann eben auch noch die Gravitation mit einbezieht. Das ist eine Sache, die ich jetzt im Sinne des Korrespondenzprinzips tatsächlich an dieser Stelle voraussetze. Das würde ich gerne auch noch herleiten können. Das ist eine, also das ist nicht direkt eine Schwachstelle, aber das ist eine Stelle, die könnte man vielleicht noch besser und noch stringenter machen. Ich hoffe, dass es möglich ist. Und definiere jetzt hier einen Viererimpuls, der aus diesem Energieoperator und den entsprechenden Impulsoperatoren besteht. Den kann man natürlich als minus idt, also darstellen über die Ableitung der Zeit. Und auf diese Art und Weise kommt die Zeitentwicklung hinein. Also eine Zeitentwicklung wurde ja schon vorausgesetzt, aber dass diese Zeitentwicklung jetzt über einen solchen Energieoperator mit quadrierten Impulsen in Zusammenhang steht, das ist sozusagen in gewisser Weise eine Sache, die nicht in dieser Weise, die ist zwar konstruiert in dem quantenlogischen Rahmen, sie ist ausgedrückt in dem quantenlogischen Begriffsrahmen, aber dass sie genau diese mathematische Form haben muss, das ist sozusagen nicht hergeleitet. Das ist eine Stelle, die mir noch, wie gesagt, noch nicht so gefällt, wie ich es gerne hätte, aber es ist trotzdem möglich. Also ich mache ja nicht etwas, was sozusagen in sich inkonsistent wäre und was man nicht so vollkommen in sich logisch konsistent konstruieren könnte. Jetzt kann man natürlich einen solchen quadrierten Operator, gewöhnlich wie sozusagen mit dieser Algebra der Dirac-Matrizen, in dieser Weise umformulieren und kann dann diesen Operator auf einen Tensorraumzustand anwenden. Und das muss allerdings, da wir ja dann hier diese Aufspaltung und diese vierdimensionalen Dirac-Matrizen haben, also einen inneren Raum, muss also zusätzlich zu dem symmetrischen Raum noch dazukommen. Das heißt, diese zusätzlichen Freiheitsgrade müssen irgendwie in diesem zusätzlichen angehefteten achtdimensionalen Spinorraum wirken. Und es muss eine Aufspaltung der Zustände in Zustände zu positiver und zu negativer Energie geben. Wobei jetzt der Spinfreiheitsgrad, und das ist eben genau eine weitere meiner zentralen Thesen, der Spinfreiheitsgrad sich deshalb, es gibt ja drei Sorten von Freiheitsgraden in der Elementarteilchenphysik. Einmal den räumlichen Freiheitsgrad, dann die inneren Quantenzahlen wie Isospin und Farbfreiheitsgrad. Und dann gibt es den Spin, der eine Art Zwischenrealität ist. Also einerseits ist er eine abstrakte Quantenzahl, andererseits reagiert er auf räumliche Transformationen. Das ist eine Sache, warum gibt es den Spin überhaupt? Das kann man bisher auch überhaupt nicht verstehen. Hier wird es verständlich. Denn der Spin entspricht der relativen Ausrichtung des antisymmetrischen Raumes zum symmetrischen Raum, was ich eingangs schon gesagt habe. Wenn man also alle Uralternativen in dem antisymmetrischen Raum mit einer SO2-Transformation transformiert, dann entspricht dem eine relative Transformation dieses Raumes. Man dreht also die Uralternativen des antisymmetrischen Raumes relativ zum symmetrischen Raum und diese globale Transformation aller Uralternativen, also global innerhalb des antisymmetrischen Raumes global, entspricht einer Spintransformation. Wenn ich also den Spinfreiheitsgrad, den Spin drehe eines Teilchens, dann entspricht das einer Drehung aller dieser antisymmetrischen sozusagen Uralternativen in diesem Raum. Wohingegen die wirklichen inneren Quantenzahlen, die gar keine Beziehung zur Raumzeit haben, einer relativen Ausrichtung dieser Uralternativen zueinander haben. Wenn ich also zwei Uralternativen gegeneinander drehe, dann ist das so etwas wie eine Isospin-Transformation, also zwei Uralternativen im antisymmetrischen Raum, die nicht die Gesamtausrichtung der Uralternativen zum symmetrischen Raum darstellen. Dann sind das innere Transformationen. Das erklärt genau diese Dreiheit. Es gibt also einmal die symmetrischen Freiheitsgrade, die kann man in den Raum abbilden. Es gibt dann zum Zweiten die antisymmetrischen Freiheitsgrade, wobei die wiederum aufzuspalten sind in relative Ausrichtungen der Uralternativen dieses antisymmetrischen Raums zueinander. Und in die Gesamtausrichtung dieser beiden Teilräume zueinander. Die kann man ja gegeneinander drehen kann und das ist genau der Spinfreiheitsgrad. Wie sich also dieser zusätzliche angeheftete Raum relativ zu diesem Raum verhält. Es ist also dann ein allgemeiner Dirac-Zustand mit inneren Freiheitsgraden, wie ich das nenne. Ein abstrakter quantenlogischer Dirac-Zustand. Und man könnte sagen, dass diese Gleichung man dann als die abstrakte quantenlogische Grundgleichung formulieren kann. Also diese Spin
sozusagen die Pauli-Matrizen in diesen Gamma-Matrizen, also die sozusagen die Aufspaltung der Gamma-Matrizen in den Zustand so negativer, sozusagen der eine Freiheitsgrad der Gamma-Matrizen entspricht der Aufspaltung positiver und negativer Energie, der andere Freiheitsgrad, der Spinfreiheitsgrad, auf den die Pauli-Matrizen wirken, bezieht sich auf die Gesamtausrichtung dieser internen antisymmetrischen Räume, die Gesamtausrichtung in Bezug auf die symmetrischen Räume. Das dürfte jetzt auch sozusagen durchsichtig sozusagen nachvollziehbar sein, wie ich das sozusagen meine. Das habe ich jetzt hier unten sozusagen nochmal aufgeschrieben. Spintransformation, relative SOI-2-Transformation aller Uralternativen des antisymmetrischen Teilraums gegenüber denen des symmetrischen Teilraums. Und ich betone noch einmal, bald werden manche schon, jemand, der das sozusagen jetzt genau verfolgt hat, wird jetzt wahrscheinlich schon vielleicht langsam müde werden, dass ich das immer wieder betone. Ich habe alles rein aus diesen abstrakten, bisher aus diesen abstrakten, binären quantenlogischen Zustandsräumen begründet. Es fließt heraus, die Dreidimensionalität des Raumes als einer Darstellungsmöglichkeit, es fließen heraus, warum es den Spin gibt, warum es die inneren Symmetrien gibt, alles ergibt sich sozusagen von alleine bis hierher. Das ist genau die Struktur der Beziehung zwischen Raum und Zeit im Sinne der speziellen Relativitätstheorie. Das musste ich jetzt ein bisschen künstlich einführen. Und was natürlich auch noch gezeigt werden muss, man noch nicht ganz genau hinkriegt, dass diese inneren Symmetrien genau die des Standardmodells sind. Sie sind aber sehr nahe dran. Das kann man auch zeigen. Das wird jetzt im weiteren Verlauf auch noch gezeigt werden. So, nun mache ich etwas, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob das zulässig ist, aber es ist zumindest, wie ich finde, sinnvoll, sich das zumindest einmal anzugucken. Denn ich glaube, man kann jetzt hier in diesem gesamten Raum, achtdimensionalen Spinorraum, eine bestimmte Art der Einteilung dieses Raumes vornehmen, indem man sich erstmal die Zustände betrachtet, die eigentlich wie skalar sind. Die sozusagen skalare Zustände konstituieren, die also nicht auf eine Gesamttransformation aller Uralternativen reagieren. Wenn ich also alle Uralternativen in dem antisymmetrischen Raum gleichzeitig transformiere, dann wird das diese beiden Zustände überhaupt nicht ändern, weil die alle vollkommen besetzt und unbesetzt sind. Die haben also keine Ausrichtung innerhalb des Raumes. Das heißt, konstituieren einen Gesamtzustand, der im Grunde wie ein Skalar ohne einen Spinfreiheitsgrad wirkt. Das heißt, den als einen separierten Raum sich zu betrachten, erscheint mir zunächst sinnvoll. Ich weiß nicht, ob man das nicht doch vielleicht insgesamt anders machen sollte. Da muss man dann gegebenenfalls sich überlegen, ob man das besser machen kann. Dann betrachte ich mir all die Zustände, die sich sozusagen eigentlich verhalten wie eine einheitliche Ausrichtung haben, die also bei einer SU2-Transformation sich quasi so verhalten, dass ich eine Raumrichtung, die ausgezeichnete Raumrichtung eben entsprechend einer solchen SU2-Transformation transformiert, die also eine bestimmte Raumrichtung, eine Raumrichtung ausgezeichnet. Das sind erstmals die Zustände, die sozusagen die Besetzungszahl 1 haben und die sozusagen dreifach besetzt sind, also jeweils eine Richtung, einmal der unbesetzte und im anderen Fall der besetzte Zustand in eine Richtung ausgezeichnet. Die verhalten sich also in gewissermaßen so, wie etwas, was sozusagen ein Spin 1/2 hat, die also eine bestimmte Ausrichtung im Raum haben, die sozusagen zusammenzufassen zu einem Teilraum und dann gleichzeitig diejenigen, bei denen sozusagen zwei Raumrichtungen ausgezeichnet sind, das ist sozusagen der dritte Teil. Das scheint mir sinnvoll, eine solche Einteilung in solche drei Teilzustände vorzunehmen. Im Mindesten ist es möglich. Und dann ergibt sich sozusagen einmal eine, gut, das eine ist natürlich, wenn man das jetzt hier komplex betrachtet, einfach eine U1-Symmetrie. Das ist natürlich etwas schwer, wie man das interpretieren soll. Also so etwas, wenn man das jetzt mit den realen Zuständen des Standardmodells identifizieren will, kann das schwer das Higgs, deshalb nicht das Higgs-Teilchen sein, weil das ja mindestens noch einen Isospin-Freiheitsgrad haben muss. Also das ist ein bisschen schwer zu deuten. Was aber erstaunlich ist, dass man eine U4 und eine U3-Symmetrie enthält, die man aufspalten kann in eine SU3 kreuz SU2 kreuz SU2 kreuz U1 kreuz U1 und die andere in SU2 kreuz SU2 kreuz U1 kreuz U1 kreuz U1. Das heißt, wir haben also einen Teilraum, der eine SU3-Symmetrie enthält,
also jeweils sozusagen zwei SO2-Symmetrien und zwei O1-Symmetrien zusammengefasst. Dann zu eine zusätzliche SO2, die könnte man also mit dem Farbfreiheitsgrad identifizieren. Eine SO2-Symmetrie muss dadurch den Spin, die Gesamtausrichtung dieses Teilraums in Bezug auf den symmetrischen Raum, ausmachen. Dann eine weitere SO2-Symmetrie, die man mit dem Isospin identifizieren könnte, eine O1-Symmetrie mit der Hyperladung, eine weitere O1-Symmetrie, die irgendwie mit der Zeitentwicklung zu tun haben könnte, die aber nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Und dann weiter einen weiteren Sektor, bei dem es nur die beiden SO2-Symmetrien gibt und dann noch eine zusätzliche O1-Symmetrie zu den beiden O1-Symmetrien. Das heißt, wir haben also einen Sektor, in dem ein SO3-Freiheitsgrad ist und einen anderen, der nicht enthalten ist. Aber in beiden ist ein Spinfreiheitsgrad und ein Isospinfreiheitsgrad und ein Hyperladungsfreiheitsgrad enthalten. Das erscheint mir doch beinahe so, als könnte man den einen Sektor mit dem Quarksektor identifizieren, des Standardmodells, und den anderen Bereich mit dem Leptonensektor, der ja genau diesen SO3-Freiheitsgrad nicht aufweist. Also es passt nicht ganz genau, das gebe ich zu. Es passt aber, es kommt aber erstaunlich nahe heran. Und wie gesagt, um es noch einmal zu betonen, es stecken keine zusätzlichen Annahmen drin, sondern nur die Uralternativen mit der entsprechenden Aufspaltung in symmetrische und antisymmetrische Zustände. Und diese weitere mögliche Zusatzaufspaltung liefert also zwei Teilsektoren, die doch erstaunlich nahe voran zu sein scheinen mit der Symmetriestruktur des Standardmodells. Also ich meine, die Flavor-Symmetrie kann natürlich nicht enthalten sein, weil die mit unterschiedlichen Massenzuständen zu tun hat. Und die Massenerzeugung ist ja hier überhaupt noch nicht behandelt worden. Also das kann hier drin nicht auftauchen. Aber die Symmetrien, die als die Eichsymmetrien des Standardmodells auftauchen, die scheinen, sind erstaunlich nahe, sozusagen weisen eine erstaunlich, beinahe eine Kongruenz mit den tatsächlichen Symmetrien auf. Das finde ich sehr erstaunlich. So, bevor man sich nun darüber Gedanken macht, wie man jetzt Wechselwirkungen hineinbekommen kann, wie man also irgendwelche Beziehungen unterschiedlicher Arten von Zuständen beschreibt, wie man also das Eichprinzip hier integriert, muss man sich zunächst einmal Zustände angucken, die mehrere Quantenobjekte enthalten. Also mehrere sozusagen Quantenobjekte, also jetzt, soll jetzt ein, sozusagen einen Zustand bezeichnen, der viele Uralternativen enthält, einen symmetrischen, aus einem symmetrischen und antisymmetrischen Zustand sich zusammensetzt. Und da kann man natürlich jetzt auch wieder diese Gesamtzustände jetzt quantisieren und kann jetzt Gesamtzustände aus vielen Uralternativen erzeugen. Also man hat jetzt quasi jetzt diese weiteren Zustände, sind dann diese Zustände sind eben nicht durch die Besetzungszahl der Uralternativen in den Basiszuständen ausgezeichnet, sondern durch die besetzte Zahl an Objekten, die sich in den entsprechenden Besetzungs, die sich entsprechend auf die entsprechenden Besetzungszahlen beziehen, also auf die entsprechende Kombination. Man kann also jede mögliche Kombination an Besetzungszahlen betrachten und über diesem speziellen Teilbasiszustand sozusagen die Zahl der Objekte betrachten, die sich in diesem Basiszustand befinden. Und das ist also ein allgemeiner Vielteilchenzustand, dadurch ausgezeichnet, dass man sozusagen die Summe über alle möglichen Besetzungszahlen bildet und dann die Summe über alle Besetzungszahlen über diesen Besetzungszahlen. Also eine sozusagen eine iterierte Besetzungszahlquantisierung sozusagen. Das kann natürlich auch wieder symmetrisch und antisymmetrisch geschehen. Da hat man im Grunde drei Ebenen der Quantisierung hat. Man beginnt bei einer, das ist auch, das, auch ein wichtiges Konzept bei von Weizsäcker, diese mehrfache Quantisierung, dass man im Grunde die Quantenlogik auf sich selbst anwendet. Und sozusagen, dass man also in einer iterierten Form wieder auf die Zustände anwendet, also die Zustände, die sozusagen eine quantenlogische Verteilung an Wahrscheinlichkeiten angeben, sozusagen auf die, für die wieder diese Quantenlogik gilt. Und dann kommt man eben von einer binären Alternative zu einer Uralternative, das ist die erste Stufe, die also eine, dann eine quantentheoretische Alternative. Jetzt kann man die Uralternative weiter quantisieren und enthält dann sozusagen Operatoren, die in einem Besetzungszahlzustand vieler Uralternativen wirken. Das ist der Tensorraum, den wir die ganze Zeit betrachtet haben. Der einem, und ein solcher Zustand entspricht aus meiner Sicht eben einem sozusagen Quantenobjekt. Und dann kann man jetzt wiederum weiter eine weitere Quantisierung betrachten, bei der man jetzt viele Zustände aus jeweils vielen Uralternativen bildet. Und das sind dann sozusagen viele Quantenobjekte. Und kann, die werden aber im Allgemeinen natürlich in einem verschränkten Zustand miteinander sein. Das heißt, hier muss man jetzt sozusagen eigentlich das Näherungspostulat
der Trennbarkeit muss man genau genommen aufgeben. Also jeder dieser Objekte entspricht einer Alternative. Und man hat jetzt einen Zustand vieler solcher Alternativen. Und die werden im Allgemeinen in einem verschränkten Zustand sein. Dass man nicht einfach diese aneinander multipliziert, sondern dass man halt eine Summe solcher Produkte hat mit entsprechenden Koeffizienten. Und ich behaupte, dass sich in Wirklichkeit sozusagen die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Objekten mit solchen Verschränkungsbeziehungen zu tun hat. Nur muss man diese Verschränkungsbeziehungen zwischen solchen abstrakten quantenlogischen Zuständen eben bestimmen. Die Frage, welchen Eigenschaften gehorchen die, und da muss man jetzt aus meiner Sicht eine abstrakte quantenlogische Fassung des Eichprinzips in die Quantentheorie der Uralternativen einführen. So, hier ist nochmal diese abstrakte quantenlogische Formulierung der Dirac-Gleichung mit inneren Quantenzahlen zunächst aufgeschrieben. Dieses Gamma deutet natürlich die ganzen inneren Freiheitsgrade, soll das andeuten. Also sowohl die Aufspaltung in positive und negative Energiekomponente, als auch diese hier 8 Spinoren, die den Spin-Freiheitsgrad, die inneren Freiheitsgrade enthalten sollen. Jetzt kann man natürlich ganz diese SUN-Gruppen, die darin enthalten sind, die ich ja vorher schon da versucht habe herauszuseparieren, die kann man natürlich jetzt mit dem Ganzen, die haben natürlich die gewöhnlichen Generatoren, die Energiealgebra gehorchen mit den Strukturkonstanten, das ist natürlich klar. Dann, hier ist nochmal aufgezeichnet, dass das eben ein solcher Zustand eben ein Element in dem Tensorprodukt des symmetrischen und antisymmetrischen Zustands ist. Jetzt kann man einen abstrakten quantenlogischen Vierer-Orts-Operator auszeichnen. Und der ist jetzt in gewisser Weise ein bestimmtes spezielles mathematisches Objekt, weil es einerseits besteht aus diesem reellen Parameter. Eine Komponente ist ein reeller Parameter, die anderen Komponenten sind die abstrakten quantenlogischen Operatoren, die ich früher schon definiert habe, um dann die Abbildung in den dreidimensionalen Raum durchführen zu können. Jedenfalls im Prinzip sind eigentlich hier zwei Arten von Transformationen möglich. Einmal ist eine Transformation möglich, die in irgendeiner Weise auf diesen inneren Chi 8, diesen inneren Spinor-Freiheitsgrad wirkt, und die entsprechend durch entsprechende Generatoren, die sind natürlich, kann man natürlich aufbauen aus Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren in dem antisymmetrischen Teilraum. Also diese Generatoren der entsprechenden SUN-Gruppen, die sind hier, kann man hier konstruieren aus diesen abstrakten quantenlogischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im antisymmetrischen Teilraum, das ist klar. Weil man natürlich jeden Zustand in einen anderen Zustand dadurch überführen kann, dass man eben einfach Uralternativen erzeugt und vernichtet, also das sollte klar sein. Trotzdem gehorchen die den gleichen algebraischen Relationen dann. Und auf der anderen Seite kann man eine Transformation durchführen, die als Generatoren diese vierer Impulsoperatoren zugrunde legt. Also das abstrakte Analogon von Translationen. Und im Prinzip kann man ja, das ist dann eben eine Sache, die ich mir lange Zeit nicht klar war, wie man, wenn man gar keinen Raumhintergrund hat, wie man dann das Eichprinzip formulieren soll. Das war mir also vollkommen schleierhaft, wie man so etwas da hineinbekommen soll. Also zunächst einmal kann man erstmal diese beiden globalen Transformationen durchführen. Das ist natürlich klar. Einmal aus Operatoren, Impulsoperatoren, die aus Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im symmetrischen Teilraum aufgebaut sind. Dann sozusagen Transformationen, die aus Operatoren, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im antisymmetrischen Teilraum aufgebaut sind mit entsprechenden Parametern, dass das möglich ist, im Prinzip klar, und die entsprechende Gleichung, diese Gleichung ist auch invariant unter solchen Transformationen. Ganz einfach deshalb, weil dieser Impulsoperator, vierer Impulsoperator, mit diesen Operatoren, Generatoren kommutiert und gleichzeitig auch mit den anderen Operatoren kommutiert, da ist also diese Symmetrie ist also enthalten. Jetzt war mir, worauf ich eben gerade eben zu sprechen kommen wollte, nicht klar, wie man jetzt hier in irgendeiner Weise das Eichprinzip hineinbekommen kann, weil man ja gar keinen Raumhintergrund hat. Dann habe ich mir auch gesagt, das kann man eben, warum soll man das nicht eigentlich auch in einem ganz abstrakten Sinne formulieren, dass man also gar nicht irgendwelche Koordinaten sozusagen als Parameter hat, sondern sagt, die Ortskoordinaten sind ja im Grunde in der Quantenmechanik auch Operatoren,
die sozusagen auf die Zustände wirken. Nur sind es eben gerade zufälligerweise, diese lassen sich zufälligerweise als einfache reelle Parameter darstellen, diese Operatoren. Also ist im Grunde das Analogon, dass man einfach diese abstrakten, das sind jetzt zwar keine reellen Parameter, aber es sind abstrakte Operatoren. Man macht also die Parameter, sind also jetzt eine bestimmter mathematischer Ausdruck, der aus den abstrakten Operatoren, aus Operatoren aufgebaut ist, aus denen kann man ja irgendwelche Funktionen aufbauen. Das sind also sozusagen Funktionen oder sozusagen Funktionen in Abhängigkeit dieser abstrakten Orts. Man kann also aus diesen abstrakten Ortsoperatoren irgendwelche Ausdrücke aufbauen, die man hier reinschreibt. Und wenn man so etwas sozusagen als Parameter zu diesen Generatoren zugrunde legt, dann hat man genau eine Verletzung der Symmetrie, die man dadurch ausgleichen kann, dass man zusätzliche Zustände einführt, die entsprechend diese Transformation ausgleichen, wie beim gewöhnlichen Eichprinzip. Das heißt, man fordert im Grunde eine höhere Symmetrie, was ja wie in der gewöhnlichen Elementarteilchenphysik oder in der gewöhnlichen mathematischen Physik analog ist, dass man die Forderung möglichst hoher Symmetrie eine plausible Annahme ist. Man fordert also, dass auch diese Symmetrie enthalten ist und hat also zwei grundlegende Arten von Eichtransformationen, genau wie im gewöhnlichen Fall auch, nämlich die Eichtransformationen, die sich auf die raumzeitliche Wirklichkeit beziehen und die Eichtransformationen, die sich auf den inneren Freiheitsgrade beziehen, die man aber jetzt beide von den Ortsoperatoren abhängig macht. Und diese Translationen, die von diesen abstrakten quantenlogischen Ortsoperatoren abhängig sind, die sind im Grunde so etwas wie eine allgemeine, nicht ganz, die Besetzungszahl ist nicht mit drin, aber das ist eine sehr allgemeine Art einer Transformation im symmetrischen Teil des Tensorraums der Uralternativen. Ist also in gewisser Weise eine Art abstraktes, quantenlogisches Analogon zu einem Diffeomorphismus. Denn die Diffeomorphismengruppe ist ja isomorph zur Gruppe der lokalen Translationen. Was nun in Bezug auf diese weiteren abstrakten, quantenlogisch-eichtheoretischen Betrachtungen wichtig zu erwähnen ist, im Hinblick auf diese abstrakte Translationsgruppe, die abhängig ist von den Ortsoperatoren, ist nun, dass die allgemeine Relativitätstheorie ja äquivalent ist zur Eichtheorie der lokalen Translation in Bezug auf die 3 plus 1 dimensionale Raumzeit. Sie ist also nicht die Eichtheorie der lokaler SO3-1-Transformation, also nicht äquivalent sozusagen zur lokalen Lorenz, sozusagen zu einer Eichtheorie der lokalen, in Bezug auf die lokale Lorenzgruppe, was man auf erstens begründen kann, dass die fundamentale Symmetriegruppe der allgemeinen Relativitätstheorie die Diffeomorphismengruppe ist. Des Weiteren liefert eine SO3-1-Eichtheorie als Erhaltungsgrößen, also als Nöterstrom, sozusagen Tensoren dritter Stufe, während ja das Gravitationsfeld an den Energieimpulstensor koppeln, das ist sozusagen ein Tensor zweiter Stufe, also die entsprechende Erhaltungsgröße ist, der Energieimpulstensor ist der entsprechende Erhaltungsgröße in Bezug auf lokale Translationen und es ergeben sich entsprechend quadratische sozusagen Ausdrücke in der Torsionsgröße, die also dann eine starke Isomorphie zu den Young-Mills-Eichtheorien aufweist. Also es ist sinnvoll, die allgemeine Relativitätstheorie oder man kann sagen, dass die allgemeine Relativitätstheorie die Eichtheorie der lokalen Translationen ist. Also nicht der SO3-1-Transformation, die ergeben sich natürlich dann daraus, aber sozusagen als globale Gruppe muss man zunächst die Translationsgruppe voraussetzen und die anderen Transformationen ergeben sich dann, die Lorentz-Transformationen ergeben sich dann durch die Lokalitätsforderung. So, dass sozusagen die Symmetrie dieser sozusagen abstrakten Dirac-Gleichung nicht gewährleistet ist, hat eben wie im gewöhnlichen Fall auch damit zu tun, dass die Impulsoperatoren nicht mit den Ortsoperatoren kommutieren, die in den Parametern enthalten sind. Nun kann man entsprechende Größen aus Tensorraumzuständen, aus abstrakten Tensorraumzuständen Größen definieren, abstrakte Zustände definieren. Einmal ein sogenanntes Eichpotential, das in Bezug auf die inneren Symmetriegruppen, die also sozusagen die mithilfe der
Generatoren in Bezug auf die SON-Gruppen definiert sind. Das sind natürlich die Generatoren, also 8x8, komplexe 8x8-Matrizen. Also beziehungsweise die Generatoren sind in komplexe 8x8-Matrizen eingebettet, der jeweiligen SON-Eichgruppe, die man dort zugrunde legt, kann daraus also einen Zustand konstruieren, kann also einen solchen Tensorraumzustand auf diese Art und Weise, einen solchen Ausdruck abbilden, auf einen abstrakten Eichvektor-Bosonen-Zustand. Das Gleiche kann man analog machen im Falle der Translationsgruppe, indem man jetzt sozusagen diese abstrakten Impulsoperatoren hier reinschreibt, kann das auf ein entsprechendes Gravitationspotenzial oder auf einen abstrakten quantenlogischen Gravitonenzustand, wenn man das so bezeichnen möchte, abbilden und fügt jetzt diese entsprechenden Zustände ein mit der Forderung, dass sie sich so transformieren, dass genau diese zusätzlichen Terme, die durch diese Abhängigkeit der Parameter von abstrakten Ortsoperatoren entstehen, kompensiert werden. Also es ist genau analog, eigentlich wie in einer gewöhnlichen Eichtheorie, nur eben jetzt mit der Besonderheit, und das ist wiederum das Entscheidende, dass das alles sich auf diesen quantenlogischen Raum bezieht. Diese ganzen Operationen, alle Größen, die hier, alle Operationen, alle Größen, die definiert sind, alle Zustände sind immer Zustände, die aus Uralternativen konstruiert sind, und alle Operationen beziehen sich dann auf diesen abstrakten quantenlogischen Raum der Uralternativen. Das ist also von vornherein in einem rein quantentheoretischen Rahmen. Diese Zustände sind von vornherein Quantenzustände. Es ist gar keine unabhängige Quantisierung mehr notwendig, weil das von vornherein quantentheoretische Zustände sind. Das ist reine Quantenlogik. Das sind nicht irgendwelche klassischen Zustände, sondern das sind Zustände, die in einem quantenlogischen Raum definiert sind. Es ist also von vornherein eine quantentheoretische Wirklichkeit, innerhalb derer man sich hier mathematisch und begrifflich bewegt. Nun, jetzt kann man wieder analog zum gewöhnlichen Fall einen, wie ich das nenne, kovarianten Impulsoperator einführen, dass man also hier jetzt nicht zu dem Ableitungsoperator das Potenzial hinzuführt, sondern zu diesem abstrakten, quantenlogischen Viererimpulsoperator eben diesen entsprechenden abstrakten Zustand hinzuaddiert. Also die entsprechenden Komponenten, die natürlich mit den entsprechenden Generatoren multipliziert und dann aufsummiert werden müssen. Dann kann man auch entsprechende Zustände konstruieren, die einem Feldstärke-Tensor entsprechend das analog sind. Das sind natürlich wiederum keine Feldstärken, sondern das sind natürlich auch abstrakte quantenlogische Zustände, die aus den anderen Zuständen konstruiert sind. Man kann sie aber in diesem Fall in analoger Weise sozusagen definieren, kann dann auch im Falle der Gravitation einen entsprechenden Torsionszustand definieren. Und basierend auf diesen Größen kann man dann sozusagen auch durch Symmetrieforderungen, dass das eben entsprechend invariant ist unter diesen quantenlogischen Transformationen, entsprechende analoge Gleichungen aufstellen, die eben keine Feldgleichungen sind, sondern die Produkte abstrakter Tensorraumzustände enthalten. Und das ist dann so etwas wie das quantenlogische Analogon zu der Dynamik, die in Feldgleichungen enthalten ist. Hier ist, wie gesagt, keine zusätzliche Quantisierung notwendig, weil das, wie gesagt, alles schon quantentheoretisch ist. Und das, was eine solche Gleichung, wie jetzt hier für diesen entsprechenden Eichvektor-Bosonen-Zustand, an der Stelle ist natürlich entscheidend, dass die Tensorraumzustände, dass diese Eichvektorbosonenzustände ja ihrerseits aus solchen Dirac-Zuständen aufgebaut sind. Also die sind selbst aufgebaut aus diesem gewöhnlichen Tensorraumzustand. Das heißt, der Tensorraumzustand, der hier enthalten ist, natürlich ein anderer als dieser Zustand. Und diese verschiedenen Zustände, die müssen eben, werden durch diese, durch eine solche Gleichung, durch eine solche dynamische Gleichung in eine Beziehung gesetzt, die bestimmte Verschränkungsbeziehungen definiert. Das heißt, aus dieser Gleichung, aus der entsprechenden abstrakten Dirac-Gleichung mit dem entsprechenden Wechselwirkungspotenzial, mit dem entsprechenden quantenlogischen Potenzial, aus diesen Gleichungen müssen sozusagen die abstrakten quantenlogischen Verschränkungen bestimmt werden. Das ist dann eine sehr, sehr mathematisch wahrscheinlich relativ schwierig zu behandeln. Ich weiß nicht, wie man das genau macht. Ich habe da in meiner Arbeit ein paar erste sozusagen Ansätze, erste Gleichungen formuliert, aber das ist wahrscheinlich eine sehr
große Herausforderung, das ganz genau zu berechnen. Nur ich habe die Hoffnung und die Vermutung, dass ich, wenn man hiermit Berechnungen durchführt, dass sich hier keine unendlichen Werte ergeben, weil man hier von vornherein in diskreten Räumen arbeitet. Das ist aber eine Sache, die ich nicht weiß, die müsste man mathematisch untersuchen. Ich habe aber die Vermutung, dass hier eine Renormierung von vornherein gar nicht notwendig ist. Und dass man deshalb auch, wenn man das im Falle der Kavitation formuliert, das werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass man dort auch keine unendlichen Werte rausbekommt. Das heißt, das Problem der Nicht-Renormierbarkeit ergibt sich überhaupt gar nicht, weil man von vornherein in diesem diskreten quantenlogischen Begriffsrahmen sich bewegt. Na, das kann man in meiner Arbeit noch etwas genauer, also diese ganzen Dinge sind in meiner Arbeit noch etwas genauer ausgeführt, aber auch natürlich bei weitem auch noch nicht, sind natürlich die ganzen Konsequenzen, die daraus sich ergeben, die müssten natürlich alle im Detail erst noch untersucht werden. Das ist natürlich klar. Die quantenlogische Dynamik der Gravitation muss natürlich auf dem Torsionszustand basieren und die entsprechenden Größen werden hier, entsprechende Ausdrücke werden analog zum klassischen Fall definiert, und dass man an die Stelle der klassischen Torsionsgröße jetzt diesen abstrakten quantenlogischen Zustand setzt und eben quantenlogische Zustände multipliziert über das Tensorprodukt. Und da kann man diese entsprechenden Größen hier definieren und kann daraus eine entsprechende Gleichung, die analog zur klassischen Gleichung ist, nur jetzt basierend auf diesen quantenlogischen Zuständen wieder, also genau analog zum Falle der Young-Mills-Eichtheorien. Und diese fundamentale quantenlogische dynamische Gravitationsgleichung könnte man, wenn man wollte, als Weizsäcker-Einstein-Gleichung bezeichnen. Zumindest ist mir dieser Name eingefallen und den halte ich auch für sinnvoll, weil es ja einerseits diese ist ja im klassischen Fall, ist diese Gleichung mit den Torsionsgrößen ja äquivalent zu Einsteinschen Feldgleichungen. Man kann auf der anderen Seite natürlich durch Einbeziehung der anderen dynamischen Gleichungen auch noch einen abstrakten Energieimpulstensorzustand dazu schreiben. Das habe ich in meiner Arbeit natürlich gemacht. Und da das ja, die Einsteinsche Dynamik in der klassischen Form jetzt in einem rein quantenlogischen Rahmen ausdrückt und das eben alles aus diesem quantenlogischen Begriffsrahmen hergeleitet, halte ich es für angemessen, die als Weizsäcker-Einstein-Gleichung zu bezeichnen. Und auch hier müssen entsprechend aus diesen ganzen Teilzuständen, die entsprechenden Verschränkungsbeziehungen anhand dieser grunddynamischen Grundbeziehungen irgendwie hergeleitet werden, was natürlich eine mathematisch relativ schwierige Aufgabe ist. Nun gibt es eine weitere interessante mathematische Eigenschaft, die sich aus dem Tensorraum der Uralternativen ergibt. Und das hat damit zu tun, dass man sich zunächst einmal überlegen kann, welche Arten von Symmetrien betrachtet wurden. Zum einen hat man die Symmetrien, die sich auf den antisymmetrischen, die SON-Symmetrien, die sich auf den antisymmetrischen Teilraum beziehen, mit dem Spin und den inneren Symmetrien, so wie ich das zumindest deute. Dann hat man die Transformation im symmetrischen Teilraum. Und wenn man jetzt das Eichprinzip basiert hier darauf, dass man diese beiden Symmetrien von Operatoren im symmetrischen Teilraum abhängig macht. Das heißt, man hat Transformationen, die abhängig sind von den Operatoren im symmetrischen Teilraum. Jetzt kann man aber in gewissem Sinne auch das Umgekehrte machen und man kann sagen, man führt Transformationen im symmetrischen Teilraum durch, die abhängig sind vom Zustand im antisymmetrischen Teilraum. Und hier ergibt sich jetzt etwas sehr Interessantes. Man kann sich zunächst wieder einen solchen Spinor mit diesen vier grundlegenden Erzeugungs- bzw. Vernichtungsoperatoren angucken, kann daraus zunächst aus dem Grundspinor einer Uralternative einen Majorana-Spinor konstruieren, der dann entsprechend diese Operatoren nach der Quantisierung enthält, kann einen solchen Spinor in Bezug auf positive und negative Energiezustände betrachten. Man kann also einmal Operationen mit diesen Operatoren in dem Teilraum zu der positiven Zustände, zu positiver Energie und zu negativer Energie vornehmen, hat dann so etwas wie einen
achtdimensionalen Spinor, der allerdings seinerseits auch schon Operatoren enthält. Das ist eine etwas besondere Angelegenheit. Wenn man aber jetzt jeweils das abhängig macht von den jeweiligen Basiszuständen, also von dem jeweiligen Teilraum, also man sagt, man betrachtet sozusagen, spaltet sozusagen den Gesamttensorraum in 16 Teilräume, die jeweils aus dem Tensorprodukt des gesamten symmetrischen Teilraumes mit dem entsprechenden Basiszustand des antisymmetrischen Teilraumes entsprechen und sagt, in diesem jeweiligen Teilraum wirken diese einzelnen sozusagen Spinoren, dann kann man insgesamt 16 verschiedene bilden, 16 mal 8 sind natürlich 128, das heißt, man hat einen so etwas wie einen 128-dimensionalen Spinor, der seinerseits wiederum Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren enthält. Und das hat eben dazu zu tun mit den 16 Basiszuständen. Und gleichzeitig kann man natürlich in diesem antisymmetrischen Teilraum eine SO16-Transformation durchführen. Und dann bekommt man tatsächlich eine bestimmte Art einer E8-Gruppe, einer E8-Algebra. Was auch erstaunlich ist, dass sich die größte der exzeptionellen Lie-Algebren aus diesem quantenlogischen Rahmen, oder zumindest etwas Ähnliches, also es ergibt sich diese Struktur nur in eine etwas andere Weise auch. Natürlich kann man das Gleiche mit den Erzeugungsoperatoren machen. Dann hat man genau genommen, also die Transformation in dem symmetrischen oder antisymmetrischen Teilraum, wenn man sie reell darstellt, entsprechend einer SO16-Gruppe, dann kann man zusätzlich diese entsprechenden Transformationen im symmetrischen Teilraum in Abhängigkeit von den Zuständen im antisymmetrischen Teilraum durchführen, was in gewisser Weise das Gegenstück ist zu den abstrakten Ortsoperator-abhängigen SON-Eichtransformationen im antisymmetrischen Teilraum, das Gegenstück dazu, und erhält dann so etwas wie eine E8-Algebra. Eine erweiterte E8-Algebra, weil man zusätzlich noch diese entsprechend das Gleiche mit den Erzeugungsoperatoren machen kann und diese beiden Operatoren dann ihrerseits wieder eine Algebra erfüllen, die man gewöhnlich nicht hat. Also man hat eine Art verdoppelte E8-Algebra. Also wie man das sozusagen genau mathematisch einordnen kann, weiß ich nicht. Aber mir ist das sozusagen mit dieser SO16 sofort ins Auge gefallen. Ich habe gedacht, das ist doch erstaunlich, dass da sich eine solche Struktur ergibt. Wie man das, was man da weiter daraus für Konsequenzen ziehen kann, weiß ich nicht, aber ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass sich das ergibt und dass ich das interessant finde. Und von der mathematischen Seite auch. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen und ich hoffe, dass ich transparent darlegen konnte, wie diese ganze begriffliche Basis dieses Ansatzes zu verstehen ist und wie die entsprechenden mathematischen Ausarbeitungen im Wesentlichen erfolgen können. Und ich hoffe, dass das bei meinen Fachkollegen auf positive Resonanz stößt, wenngleich ich natürlich mir der Tatsache vollkommen bewusst bin, dass hier noch viele Einzelfragen zu klären sind, etwa wie die Massenerzeugung hier genau sich vollziehen soll, wie genau die Verschränkungsbeziehungen hergeleitet werden müssen und viele andere Fragen dieser Art. Aber im Prinzip scheint das wohl nun wirklich gezeigt zu sein, dass es ein sehr vielversprechender Ansatz ist, den man unbedingt weiter verfolgen sollte. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.